Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen hier bei Lurch und Lama im Freitagsabend-Stream. Ich hoffe, ihr hattet alle eine wundervolle Woche und ich hoffe, es geht euch gut. Hier bei mir habe ich ganz tolle Gäste und ich freue mich sehr auf den Abend, denn der Marc, den ihr hier oben über uns thronend seht, die Stimme des Schicksals sozusagen, wir zwei hatten uns ja schon mal über Dieseldrachen unterhalten und seitdem bin ich himmelig, weil ich mich darauf freue, dieses System endlich mal zu spielen. Und du, lieber Marc, hast dich bereit erklärt und ich muss doch nur ganz geringen Druck aufwenden, hier heute Abend für uns zu spielleiten. Hallo, lieber Marc. Hallo, ich darf spielleiten. Ja. Wir werden es dir bestimmt total leicht machen, wie immer bei so Let's Plays. Dann haben wir heute ein paar Lurch und Lama Let's Play Premieren. Und das finde ich sehr, sehr cool. Wir haben die Steff, die von Steffz, spricht man das dann so? Oder Steffz? Ja. Steffz. Steffz. Die Steffz von ihrem wundervollen Podcast, die heute hier ist und mit uns spielen wird. Hallo Steffz. Hallo. Und wir haben pädagogische Betreuung. Als verhaltensoriginelle Rollenspieler haben wir uns extra pädagogische Betreuung geholt. Herzlich willkommen dem Spielpädagogen Chris. Schön, dass du da bist. Hello. Hello. Warum nicht? Und wir haben den Master of Pathfinder, möchte ich sagen, den Kopf der Pathfinder 2 Community in Deutschland und Betreiber des Nerdentum Blogs, unseren wundervollen Starokotis. Hallo, mein Lieber. Gut. Und ich kann jetzt schon sagen, du hast von uns allen einfach auch den geilsten Hut auf. Ja, kann mir nichts sagen. Wir spielen heute Abend Dieseldrachen und damit ich nicht so viel schwätze, übergebe ich jetzt einfach ganz direkt an unseren Herrn und Meister des Abends. Marc, übernehmen Sie. Na gut, Cora, übernehmen Sie. Ja, wir spielen Dieseldrachen, schön, dass ihr alle da seid. Hallo an die Menschen zu Hause. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht verwundert, dass ich jetzt hier was erzähle. Dieseldrachen, falls es jemand verpasst hat, was ja Schande wäre, ist eine Dieselpunk-Fantasy-Welt. Ich sage immer Indiana Jones mit Orks. Also nur, dass ihr wisst, auf was ihr euch heute einlasst. Und von meiner Seite aus kann ich auch gleich loslegen. Wir müssen ja auch gar nicht viele Worte verschwenden. Wir könnten auch unsere Charaktere vorstellen, dass die Leute da draußen wissen, wer wir sind. Könnt ihr tun, ja. Das ist eine gute Idee. Magst du anfangen, Chris? Ja, gerne. Ich bin Philou, Pirate, ein Mensch, noch ziemlich jung. Vom Tellerwäscher zum Millionär ist so mein Motto des Lebens, das aber nicht unbedingt auf die ehrliche, harte Arbeitsweise. Ich bin ziemlich gut aussehend und trage gern das Hemd sehr weit offen, mit einem gewissen Charme auf den Lippen, wenn ich Objekte meiner Begierde anlächle, und ansonsten bin ich eher sehr bedeckt, was meine Person betrifft. Starokotis! Ja, ich bin Sir Raymond Rother, bin ein Lord des Commonwealth
Und schon etwas älter, etwas gesetzter, aber dem Abenteuer nicht abgeneigt. Ja, denke so ein bisschen an das Gemeinwohl, aber nicht nur. Und lage mich so durch die Welt und versuche halt auch irgendwie immer dem Commonwealth zu dienen. Mhm. Und liebe Stefz? Genau, ich spiele Yumi Matsumoto von Jokwan. War's richtig? Ja, Max? Jo, ja, oh ja, shit. Nochmal. Jokwan. Jokwan. Jao-chan. Jao-chan. Nein, Jao-chan. Das passt. Okay, also, nochmal. Also, ich spiele Yumi Matsumoto von Jao-chan. Aus Jao-chan. Verdammt nochmal, das wird nichts, glaube ich. Und sie ist eine Elfe, sie ist Extremforscherin, sehr neugierig, wissbegierig, aber auch recht tough, weil sie schon einiges erlebt hat in ihrem langen Elfenleben. Ich mache den Spielleiter kurz ein bisschen lauter. So. Wurde sich beschwert, der Spielleiter sei ein bisschen leiser als die andere. Ich brülle noch früh genug. Ich habe dich jetzt lauter gemacht. Mach mich nicht zu laut. Ich, du bist, ich du bist, das liegt daran, dass du so schüchtern bist, Marc. Das liegt daran, dass ich vergessen habe, Hosen anzuziehen, mal wieder. Das macht ja nichts. Das ist völlig in Ordnung. Es ist Freitag, casual. Es ist nicht casual, sondern super casual Friday. Super casual. Da brauchst du auch keine Hose. Gut, bleibt mir noch vorzustellen, wer ich bin. Mein Name ist Johnson. Harrison Canyon Johnson. Ich bin in der Welt unterwegs, durchkämme die Dschungel. Und berge dabei wichtige archäologische Schätze für Museen. Also wenn Museen genug Geld haben, um die Schätze zu bezahlen, ansonsten eigentlich für jeden, der mich bezahlen kann. Ich werde erkannt an meiner schicken Lederjacke, meinem Hut und der Peitsche und der Pistole an meiner Seite. Außerdem kann ich Flugzeuge fliegen. Und überhaupt eigentlich fast alles. Außer Bescheidenheit. Ja. Die habe ich nicht gelernt. Die habe ich nicht geskillt. Ja, wunderbar. Das ist eine illustre Runde. Und wenn dann alle bereit sind, dann würde ich sagen, legen wir los mit unserem Dieseldrachen-One-Shot. So, Moment. Noch ein Schlückchen und dann geht's los. Wenn ich das da sehe, fällt mir der Spruch ein, das Gute an Eistee ist, dass man es im Stream trinken kann. Das Gute an Whisky ist, sieht wie Eistee aus. Genau so. So. Seit einem Monat seid ihr bereits auf der Suche nach dem Goldschatz von Katatonga. Eure Suche hat euch über ganz Terra geführt. Ihr liefertet euch Verfolgungsjagden mit Gangstern in den Wolkenkratzer-Schluchten von Thronstadt, zetteltet Prügeleien an in den Wirtshäusern des Shangri-La-Gebirges und tauchtet in der Tiefsee im Schatten der neropolischen Untersee-Zeppeline. Kurzum, es waren wilde 4 Wochen. Vorher kanntet ihr euch noch nicht. Mittlerweile habt ihr euch schon des Öfteren gegenseitig das Leben gerettet. Und endlich scheint euch eure Spur ans Ziel eurer Suche zu führen. Jetzt seid ihr hier, auf dem fliegenden Dampfschiff Locomotora über dem Himmel von Yakusko, der großen Dschungelinsel und Heimat der Goblinge. Hier über den Wipfeln der Bäume sieht der Dschungel fast friedlich aus. Die Morgensonne ist bereits heißer als andere Orte Mittagshitze und lässt nassfeuchte Luft von unten aufsteigen. Es ist schwül, heiß und laut. Vögeln zwitschern um die Wette, unterbrochen von dem Gebrüll euch unbekannter Tiere. Der Geruch ist eine sehr spezielle Mischung aus dem Moder der faulenden Baumstämme und der Süße heimischer Früchte. Und dem qualmenden Dieselmotor der Locomotora, dem von euch angeheuerten Transport. Das alte Frachtschiff ist ein eigenartiges Konstrukt, ganz typisch für die Goblinge der hiesigen Insel. Das alte rostige Boot wurde mit Hilfe von Magie und einem flickenbesäten Heißluftballon zu einem Zeppelin umfunktioniert.
der Kapitän der Locomotora, Salvador. Ein grimmiger Goblin mit gezwirbeltem Schnurrbart und Augenklappe. Ihr schwebt nun über dem Dschungel inmitten von fliegenden Inseln. Yakusko ist einer der Orte auf dem Planeten Geora, der bekannt ist für seine fliegenden Inseln. Manche vielleicht gerade so groß wie ein Auto, andere groß genug, um ganze Städte darauf zu errichten. Hier allerdings, wie überall, Dschungel auf den Inseln. Der Weg nach unten ist relativ weit. Ihr fliegt recht weit oben, denn man muss hier durchaus auch damit rechnen, dass das ein oder andere Getier bekannter oder unbekannter Herkunft sich auch an fliegenden Objekten zu schaffen macht. Und es ist natürlich für die Goblinge ein einfacherer Weg, über die Insel hinüber zu fliegen, denn Yakusko ist lediglich an den Küsten bewohnt und der Dschungel gilt als eine der weißen Flecken auf den Landkarten, gefüllt mit Tempeln, alten Ruinen und allerlei Ungeheuern. Und hier auch soll der Goldschatz von Katatonga liegen. Es ist morgens. Ihr seid bereits früh aufgebrochen, um euer Ziel zu erreichen. Heute sollt ihr hier abgesetzt werden, um euch durch den Dschungel zu bahnen und den Tempel zu finden, in dem der Goldschatz liegt. Mit dabei, außer eurer Gruppe, ist natürlich der Kapitän der Locomotora, Salvador, und seine Mannschaft. Die sind bereits fleißig am Vorbereiten, richten alles her und ihr befindet euch dort, wo ihr euch befinden möchtet, entweder die Umgebung begutachtend, letzte Vorbereitungen treffend oder auch einfach nur zeitvertreibend. Ihr könnt ja mal gerne erzählen, womit ihr euch die letzten 2-3 Stunden des Überflugs so beschäftigt habt, ob es eher um Zeitvertreib ging oder ernsthafte Vorbereitung. Und wer auch immer anfangen möchte, darf gerne präsentieren, was sein oder ihr Charakter so treibt. Also, ich verbringe nur sehr selten meine Zeit mit sehr ernsthafter Vorbereitung. Sieht meine Vorbereitung meistens so aus, dass ich meine Getränkevorräte auffrische, gucke, ob ich genug Kippen dabei habe. Habe keine dabei, weil ich die schon aufgebraucht habe auf unserer Reise und man im Dschungel keine neuen kriegt. Deswegen ich momentan so ein bisschen unleidlich bin und nicht so richtig Bock habe darauf. Ja, ich gehe mal davon aus, das Schiff hat auch irgendwo sowas wie eine Kombüse oder sowas. Da sitze ich und erzähle dem Koch von einem Abenteuer, was ich in Abulesch hatte. Und ja, mit der Tochter eines Café-Barbesitzers dort. Der Koch, so ein dicklicher Ork mit so einer etwas dreckigen Schürze, ist am Kartoffelschälen und hört so: ja, sehr interessant. Und lässt das über sich ergehen seit mittlerweile 40 Minuten und kommt aus dem Kartoffelschälen nicht raus. Hey, Yumi! Ja? Alles klar bei dir? Ja, das sind alles Forschungsarbeiten. Yumi steht nämlich am Bug mit einem Fangnetz und versucht, Fliegen zu keschern. Wenn ich welche gefangen kann, werde ich die natürlich dann erstmal das ganze Netz umdrehen, sodass sie nicht wieder entweichen können, um sie dann letztlich in kleinen Krügen, so in kleinen Gefäßen zu sammeln, in der Hoffnung, dass es neue Arten sind. Ich habe jetzt schon
497 beschrieben. Das heißt, ich brauche nur noch 3 neue Arten, um bei 500 zu sein. Und das wäre natürlich schön, wenn ich das jetzt hinkriege. Du darfst gerne mal den ersten Wurf des Abends machen. Oh ja. Zum Fliegen fangen, das finde ich schön. Bei Dieseldrachen funktioniert das Würfeln folgendermaßen, für alle, die das System nicht kennen. Es gibt 3 Würfel, mit denen man einen Schwellenwert überwürfeln muss. Dieser Schwellenwert liegt irgendwo zwischen 10, das ist besonders einfach, und 20, das ist so gut wie unschaffbar. Und den sage ich an. Und die 3 Würfel kombinieren sich aus Attribut, zugehöriger Fähigkeit, und dann gibt es einen 3. Würfel, der situativ sich verändert. Also je nachdem, wie der Spieler, die Spielerin gerne die Sache angehen möchte, welche Hilfsmittel, Werkzeuge benutzt werden, erhöht sich dann der Würfel. In diesem Falle würde ich sagen, wenn es ums Insektenfangen geht, darfst du mal einen Wurf machen auf Fingerfertigkeit. Das ist, also wenn ich sage, einen Wurf auf Fingerfertigkeit, meine ich damit einen Wurf mit 3 Würfeln. Fingerfertigkeit, das dazugehörige Attribut, das ist Geschick in diesem Fall. Und dann als 3. Würfel darfst du mir mal beschreiben, welche Hilfsmittel du wählst und von wo du gerne die Insekten fangen möchtest. Einfach an Deck oder möchtest du dich über die Reling beugen oder fällt dir noch etwas anderes ein? Da darfst ja, du ich würde ja an Deck. An Deck stehen, entweder so seitlich oder, warte mal, der Bug ist vorne, oder? Ja. Oder am Bug direkt und dann wirklich da dann seitlich mit Part Richtung dann loskeschern. Und eine Sache muss man noch sagen, W20, oder? Nee, kein W20. okay. W6? Genau, also die Attribute und die Fähigkeiten sind gestaffelt. In 4-seitig, 6-seitig, 8-seitig, 10-seitig, 12-seitig. Du müsstest quasi eine Kombination aus 3 Würfeln würfeln, also entweder einen, und dann gucken auf deinen Helden oder auf dein Charakterblatt, wie hoch Fingerfertigkeit ist. Da sind auch die Würfelstufen schon angegeben. Dann schaue ich mal gleich. Also die Fingerfertigkeit, da habe ich ein W6. Genau, und dann nimmst du das, nimmst du Geschick dazu. Das hat auch nochmal einen Würfel. Geschick direkt ist... drüber. Ah, 6. Also 2W6 bisher. Und der 3. würde ich sagen, wenn du einen Kescher nimmst und an Deck so ein bisschen läufst, dann kriegst du von mir einen 8-seitigen Würfel als Hilfswürfel. Okay, also würfel ich 2 Sechser und einen... 8er. Und wenn du eine 13 würfelst in Summe oder mehr, dann würde ich sagen, kannst du ein paar Insekten fangen. Ich habe eine 1, eine 6 und jetzt der letzte Würfel. Das war jetzt ein 8er. Mhm. So, der ist eine 8. Oh, Glück gehabt. Ja. Das reicht dann tatsächlich. ja, ihr seht Yumi, wie sie fast schon elegant übers Deck tanzt, sehr zum Ärger der Mannschaft, die gerade versucht, eure Dschungelausrüstung vorzubereiten und zu verpacken. Man muss schon Prioritäten setzen. Also. Ihr seht, wie Seile, Taue justiert werden. Yumi stößt das ein oder andere auch mal beinahe mit einem der aus der Mannschaft zusammen, immer auf der eher mit dem Blick gen Insekten und nicht wirklich, was dort vor sich geht. Entschuldigung, tut mir leid. Du duckst dich unter einer Art Kran hinweg, die dir da gerade wohl vorbereitet wird, zwischen den Kisten, die gerade verzurrt werden, hindurch. Und hörst den ein oder anderen Grunzlaut oder das Fluchen der Mannschaft. Viele davon Goblinge, manche Orks dabei, unter anderem auch ein großer Troll, den ihr auch schon kennenlernen durftet. Sein Name Ramon.
2,20 Meter groß, Goldzähne über und über tätowiert und dumm wie Brot. Hörst du ihn nur grunzen, während er eine der schweren Kisten mit einer Hand hochhebt, und damit du ihn durchtanzen kannst und Insekten fangen kannst. Und irgendwann hast du tatsächlich auch zwei, drei, sieht fast aus wie Libellen, die du da gefangen hast. Du müsstest es jetzt nochmal abgleichen mit den 497 anderen Exemplaren, die du katalogisiert hast. Aber dein Bauchgefühl sagt dir, vielleicht noch eine unkatalogisierte Spezies. Volltreffer. Was nicht zufällig noch kippen? Ich? Ja. Nein. Ich bin jetzt aber auch, muss mich jetzt erstmal zurückziehen und mir dieses Prachtexemplar hier angucken. Aha. Was machst du in der Zeit? Ja, ich würde in der Zeit unter Deck herumtigern. Ich habe mich ja auf der Fahrt, während der Fahrt schon mit den Technikern, Mechanikern ein wenig angefreundet. Auch eher so Typ Ramon, hoffentlich, an die ich mich da herangepirscht habe. Denn im Dschungel gehe ich nicht davon aus, dass meine Dietriche da unbedingt so viel gewinnbringend eingesetzt werden können. Dementsprechend schaue ich mich um, ob ich da andere Sachen entweder abquatschen kann, wenn das nicht funktioniert, mir dann mitnehmen kann, Brecheisen, ähnliche Sachen, womit man vielleicht in typischen Tempeln, in denen ich den Kindheitsroman gelesen habe, was anfangen könnte. Auch Seil vielleicht, Drahtzeug, sowas, um einfach ein bisschen mein Repertoire aufzupeppen. Du kannst mal einen Wurf machen auf Suchen und Finden. Heißt diese Fähigkeit. Und finde, gucken, die ist unter Verstand. Unter der Attributsgruppe Verstand. Ja. Dann würfelst du mal den Würfel für Suchen und Finden. Und den Würfel für Verstand dazu. Ja. Und als dritten gebe ich dir einen Zehner, weil du ein bisschen Zeit hast, dich da umzusehen. Kein Druck. Und das relativ viel Gerümpel dort ist. Okay. Indem man recht viele Sachen finden kann. Sehr gut, das sind 2W6 und ein W10. Gucken wir mal. Genau, und wenn du eine 12 oder mehr würfelst, dann wirst du ein bisschen was finden. 14. Ja, du kannst, also wie du gerade schon gesagt hattest, was sagtest du noch? Ein Seil zum Beispiel oder. Ja, ein Brecheisen fände ich ja persönlich ganz gut. Brecheisen kannst du auch auftreiben. Sieht auch schon gut benutzt aus, in sich ein bisschen. Vielleicht auch aufgewickelten Draht, das fände ich persönlich auch ganz nett. Draht in welcher Form? Also feiner oder? Vielleicht 2 Millimeter stark. Also sowas, was man so ein bisschen auch als Stolperdraht, sage ich mal, nehmen könnte, aber das ein bisschen flexibel ist, also aufgewickelt, dass ich da einfach ein paar Meter auch mitnehmen kann. Man weiß ja nie, wofür man es braucht. Du kannst mal, also du siehst tatsächlich eine Werkzeugkiste in der Nähe eines Mechanikers, der relativ eifrig dabei ist, gerade sehr unschöne Lecks im Dieseltank zu flicken. Also es stinkt hier auch ordentlich. Nicht nur nach Rauch von dem Motor, sondern auch nach verbrauchter Luft und Schweiß. Und der ist gerade dabei, ein kräftiger Ork, oben ohne, nur Muskeln, der gerade dabei ist, was zu reparieren. Und in seiner Nähe steht ein Werkzeugkasten. Ich sag mal so, in seiner peripheren Sicht. Da wäre Draht auch drin. Ja, also ich kenne ich den Ork, also habe ich schon mal mit dem geredet? Oder? Ja, also der, mit dem hast du noch nicht viel zu tun gehabt. Das ist Paolo, relativ unfreundlicher Geselle, ist ganz zu Anfang schon etwas negativ aufgefallen, weil er nicht wirklich
begeistert davon war, jetzt hier Leute über den Dschungel schippern zu müssen. Also nicht der netteste der Mannschaft. Okay. Ja, ich würde ihn von hinten ansprechen. Paolo! Ramon oben. Ich höre ihm noch etwas. Du musst lauter sprechen, ich höre nichts. Währenddessen der Dieselmotor relativ in der Nähe. Bum, 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 bum. Ramon braucht gebundenen Draht oben, meterweise. Ich soll ihm das bringen. Draht. Und ich zeige dann in seinen Werkzeugkasten darauf, was ich meine. Habe ich nicht, aber ich hab Draht. Hält ihr das dann hin? Wiedersehen macht Freude. Ja? Richtig, Ramon, aus. Nein, aber sag's, Ramon. Nicke eifrig den Kopf und halt mir die Ohren dabei zu. Dreht sich dann wieder um und arbeitet weiter. Kannst deinen Draht einstecken. Ui, sehr schön. Ja, dann gehe ich hoch und gebe einer meiner geheimen Zigaretten aus meinen Zigarettenvorräten eine Harrison, weil ich ihn schon wieder nervös da oben herumtigern sehe und mir schon denken kann, dass er sucht. Ich hau auch die ganze Zeit auf einem Zahnstocher rum. Oh, danke, mein Freund. Oh. Sind nicht die besten. Riecht ein bisschen nach Diesel, aber besser als nichts. Ja, ich habe mittlerweile auch gemerkt, dass der Ork vielleicht so meine Geschichten nicht so wirklich zu schätzen weiß und bin der Meinung, dass es, dass wir so langsam mal ankommen müssten und gehe auch mal aus der Kombüse hoch an Deck. Schau mich um, ob ich irgendwo den Captain sehe. Ja, also Kapitän Salvador steht natürlich zu oberst auf der Kajüte quasi und schickt die Leute hin und her, seine Mannschaft, die gerade dabei sind, sowas wie eine übergroße Europalette mit eurem Zeug vollzupacken, also Zelte, Werkzeuge, Proviant und die zu verzurren. Und diese hängt an einem Kran und mit diesem sollt ihr oder eure Ausrüstung hinabgelassen werden in den Dschungel. Mit was bewegen wir uns eigentlich dann im Dschungel fort? Zu Fuß. Das soll ja alles mitschleppen. Ja, also... Wie hoch ist das? Es sind allerlei Ausrüstungsgegenstände, aber gerade so, dass man es mit etwas Mühe zu, wie viel seid ihr, viert, transportieren kann. Wie hoch ist das? Das könnten schon so an die 100 Meter sein über dem Dschungeldach. Salvador? Was wir fliegen schon noch niedriger. Möchtest du das jemanden fragen? Achso, habt ihr die Hosen voll oder was? Ich sage, ich habe mal einen Tempel erforscht und da musste ich, um auf die Spitze des Tempels zu kommen, von einem Dschungelriesen, das ist einer dieser Mammutbäume, musste ich mit einer Hakenpistole den Haken rüberschießen und 100 Meter weit über dieses Seil klettern, während ich von unten mit wütenden Goblins mit Blasrohren beschossen worden bin. Das war unangenehm. Das hier ist so ein Urlaub. Ich komme dann so rüber und flüstere dir so leicht zu. Ja, dem Baum mit dem Seil würde ich auch trauen, aber nicht dem Kran. Sieht doch solide aus. Ich klopfe da mal so vor. Nee. Sieht aber, eher nicht solide aus. Ramon kommt mit und trägt für uns was, ja? Hä? Ja, wir Rotha. Fragen, oder? Rotha, ich weiß, das ist das erste Mal in deinem Leben, dass du körperlich arbeiten musst, aber du wirst nicht drum rumkommen oder soll Yumi deine Sachen schleppen? Ja, kann ich machen. Worum geht's?
Na, ob sie das durchhält, wer weiß, wann wir was finden. Das letzte Mal, als wir irgendwo rumgeirrt waren, haben wir Tage gebraucht. Ich hab einen Riecher. Ich hoffe diesmal. Der letzte Riecher hat uns in eine Kneipe gebracht, wo wir dann schnell das Laufen gekriegt haben. Ja, aber nur, weil du dich beim Fallspielen hast erwischen lassen. Ja. Das war ein abgekatertes Spiel. Ich habe mich beschissen. Die haben mich beschissen. Quasi bevor ich bescheißen konnte. Ich habe überhaupt gar nichts gegen Bescheißen. Ist bloß Kacke, wenn man sich erwischen lässt. Das war ein abgekatertes Spiel. Das lag nicht an mir. Okay, also bevor wir noch weiter über unsere Fäkalien reden, können wir vielleicht mal zu Potte kommen? Ihr hört eine. War das mit dem Potte Wortwitz? Ding, 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 ding. Und mit einmal neigt sich das Schiff nach vorne und ihr habt ja vorhin schon die fliegenden Inseln bemerkt, die hier über dem Dschungel auch schweben. Und jetzt links und rechts zischt tatsächlich dann auch die eine oder andere Insel vorbei und ihr taucht jetzt wirklich auch etwas ab, nähert euch etwas dem Dschungel, aber dementsprechend fliegen um euch herum auch diese ebenso von grün bewachsenen Inseln, die das ein oder andere Mal auch die Sonne verdecken. Und jetzt tatsächlich so ein bisschen diese freie Aussicht über die ganze Insel verdecken und euch ein bisschen das Gefühl geben, etwas eingesperrter zu sein. Aber Kapitän Salvador, der das Schiff steuert, scheint relativ gut sich hier in der Gegend auszukennen und immer genug Abstand zu halten. Und irgendwann richtet sich das Schiff wieder auf und wird dann langsamer und bleibt dann zwischen ein paar dieser riesigen fliegenden Steinbrocken stehen. So, alle Mann an Deck! Es ist Zeit! Werte Passagiere, bitte kommen Sie, wir sind soweit. Wir befinden uns über dem Abladeort. Kommen Sie zusammen, bitte. Ich guck mal so über die Reling runter. Ja, ich stelle mich neben Harrison und guck auch mal, wie tief es da runter geht und was das für ein Abladeort ist. Das sind definitiv bestimmt noch 50 Meter. Und unter euch, neben euch und um euch sind verdammt viele von diesen fliegenden Inseln. Also es ist so ein bisschen, ihr seht, dass dort, wo ihr gerade seid, ein Schacht quasi runtergeht bis zum Boden und der dann auf verschiedenen Ebenen von verschiedenen Inseln eingekreist wird. Aber tatsächlich hier ist eine gute Möglichkeit, etwas hinabzulassen und ganz unten um ganz unten im Grünen noch was zu erkennen, bräuchte ich von euch beiden mal einen Wurf auf Suchen und Finden. Suchen und Finden? Das wäre dann... Wo finde ich denn Suchen und Finden? Ist schon wieder zugemacht. Moment. Suchen und Finden findest du bei Verstand. Das heißt, ich brauche einen Wurf auf Suchen und Finden plus den Verstandswürfel. Und Frage, macht ihr das mit bloßem Auge oder habt ihr irgendwelche Hilfsmittel, die ihr benutzen wollt? Wo finde ich denn meinen Verstandswürfel? Verstand ist quasi die Kategorie, also Suchen und Finden ist quasi die Fähigkeit und die zugehörige, das zugehörige Attribut ist Verstand, genau. Also Suchen und Finden W6. Ich gucke gerade in meiner Ausrüstungsliste, ob ich was habe. Genau, schaut mal, ob ihr irgendwas vielleicht hättet, um euch hilfreich zu sein. Ansonsten, wenn ihr keine Hilfsmittel habt, dann müsst ihr... Ist in meinem archäologischen Werkzeugset etwas drin, was dazu passt? Nichts, was auf die Entfernung hilft. Das sind dann eher so, wenn dann vielleicht eine Lupe oder so, aber das wird dir natürlich auf die Entfernung... Salvatore! Altes Schlitzauge! Ja, Senor. Kannst du mir mal ein Fernglas leihen? Sí, Senor. Greift dann in seinen Gürtel und klappt ein Fernglas aus, reicht es dir. Vorsichtig. Wie sonst? Dann darfst du dir so mal... So vorsichtig, wie Igel es treibt.
darfst du dir mal einen 12er dazugeben. Mhm. Und ich schau einfach neben ihm mit runter. Dann kriegst du einen 4er als Hilfswürfel. Oh, wow. Ja. Geht los. Ich habe 2 Achten und eine 6 gewürfelt. Das heißt, ich komme auf 22. Wenn da unten eine Ameise hustet, dann sehe ich das. Gut, ich habe eine 10, sehe dementsprechend wahrscheinlich. Du siehst viel Grün. Mhm. Und viel Dschungel und viel tief. Canyon Johnson, du bemerkst ganz eindeutig, ja, da ist eine Lichtung unten. Und diese Lichtung ist dort deshalb, weil da wohl so eine Art kleiner Weiher ist. Du hast erst gedacht, das wäre wirklich so ein See, aber das wäre jetzt schon ein bisschen übertrieben. Vielleicht ist es so ein flaches Gewässer, was euch tatsächlich die Möglichkeit dann auch gibt, überhaupt erst an den Grund des Dschungels zu kommen. Ladies, ich glaube, wir kriegen nasse Füße. Yay. Jumi, was sagtest du nochmal? Gibt es hier für gefährliche Tiere? Abstractus cabanossi. Ah, ja, die. Dem bin ich schon mal begegnet. Ne? Ja, auch wirklich. Und? Also, tat weh? Gut, ja. Das kann ich mir vorstellen. Gucke Fragen zu Harrison und zu Raymond. Die richtige Antwort auf welche gefährlichen Tiere gibt es im Dschungel ist alle. Hört sich ja gut an. Dann mach euch keine Sorgen, ich bin ja dabei. Ja, wie sieht's denn da unten aus? Wir haben da unten eine kleine Lichtung, da können wir prima runterkommen. Aber ist so ein kleiner, weiß ich nicht, Bachlauf, Tümpel, irgendwie sowas. Wir könnten ein bisschen nasse Füße kriegen. Aha. Neben euch klatscht Salvador eine pergamentene Karte auf eine Kiste und sagt, so, wie Sie mir gesagt haben, ist das die Stelle, die Sie suchen, der Lago de Serpientes. Sagst du den Namen nochmal? Lago de Serpientes. Das ist aber nur so ein Spitzname, oder? Serpiens klingt nach Schlange. Weil der Teich so eine Form hat. Nee. Laut der Karte, die Sie mir gegeben haben, deutet auf eine alte Landkarte, die einer eurer Hinweise war, sehen Sie hier den Lago de Serpientes. Sie marschieren einen Tag Richtung des höchsten Berges, kreuzen den kleinen Bachlauf und gehen bergauf bis zum großen Wasserfall und dann seht ihr das Haupt der Schlange. Hm. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Roll die Karte zusammen. Aber das ist nun mal die Sache. Ich halte die Hand hin. Kriegen wir die Karte? Ja, bekommen Sie. Allerdings brauche ich jemanden an der Winde und jemanden am Kran, an der Kranwinde und jemanden auf dem Frachtgut, um die Ladung zu sichern. Wer möchte das übernehmen? Ich würde mich um die Ladung kümmern. Ja, ich könnte da auch mithelfen. Oder ich kann auch die Winde bedienen. Ja, du hast das vorhin so ganz toll gemacht mit den Insekten. Mach du das mal mit der Winde. Ich meine, wenn es zum Absturz kommt, trifft es nicht dich. Das wäre Sie ja. Können auch zwei Personen für die Winde nehmen, die ist sehr schwer. Oh, machen wir es zusammen. Ja, da. Ich mit meinen starken Armen werde dich sehr unterstützen, Jumi. Ja, ich gehe mit an die Winde. Alles gut. Ramon! Sehr gut, Harrison, sehr gut. Salvador winkt an den Troll Ramon heran und der fängt dann an, mit anderen die Ladung Richtung Rand zu schieben. Die ist bereits an dem Kran befestigt und Salvador deutet euch dann zu einer großen zweiseitigen Kurbel am Kran. Mhm. Und auch deutet dann. Gibt es einen Grund, warum nicht der Troll? Gibt es einen Grund, warum nicht der Troll die Kurbel bedient? Kannst du ihn fragen? Frage ich gerade, Salvador. Nun, meine Männer haben genug gemacht und wir werden ihnen allerdings helfen.
Rotha! Und warum fliegen wir nicht direkt zu der Kopf der Schlange? Wir wissen nicht, wo es genau ist. Wir haben es doch aber gerade Boden. Vorgelesen. Wir finden ja. Das nur vom Boden aus. Du siehst ja den Fluss auch durch die Blätter. Dann sagen Sie mir, wo der Bachlauf ist und der Wasserfall, und dann sage ich Ihnen, in welche Richtung wir fliegen. Aber von hier oben sehe ich keinen Bachlauf und keinen Wasserfall. Aber Wasserfall hört man doch, wenn wir etwas tiefer fliegen. Wir fliegen nicht so tief. Hier gibt es Abstraktus. Kabanossi. Leute, wollten wir... Wir haben doch Harrison, richtig, er macht genau. Sie kaputt. Rotha! Kombinoide mit irgendwelchen Seilen und Blasrohren überstanden. Können wir jetzt einfach diese Winde betätigen und raufhören, rumzuheulen? Rotha, mach doch mal dein Portemonnaie auf, gib dem Troll ein paar Scheinchen, dann macht er das. Dann können wir uns alle direkt mit aufs Frachtgut stellen und sind direkt unten. Verrückter Plan, ich weiß. Ja, solange es nicht dein Geld ist. Ja, aber das ist doch der Grund, warum... Bisher hast du dich als sehr spendabel erwiesen. Ja, aber das hat auch irgendwann mal Grenzen. Wir müssen jetzt langsam mal sehen, dass wir auch was finden und... Naja, da unten im Wald kannst du dein Geld eh nicht ausgeben. Yumi geht mal zur Winde und fängt mal an. Okay, würfel mal auf Kraft. Ach, dann gehe ich zu Yumi dazu. Kraft, genau, ist Kraft. Bei... Ah, Athletik. Genau, Kraft das und ist Athletik. W8. Genau. Und du soll ich beides würfeln oder? Genau, wenn ich sage, würfel auf Kraft dann Athletik. Immer den zugehörigen Attributswürfel dazu. Genau. Okay. Ich helfe ihr dann. Ja, ich springe dann schon mal auf die Fracht. Und ihr beide dürft euch einen W6 als Hilfswürfel nehmen und mir dann mal sagen, was ihr habt, ob das dann reicht. Ja, du springst auf die Ladung. Rotha, was machst du? Ich springe auch auf die Ladung und versuche die mit zu sichern. Okay. Ich habe eine 16. Okay, 13, 16. Ja, ihr fangt an, die Winde zu betätigen. Und ja, also ihr müsst euch ganz schön reinhängen, um erstmal die Ladung so ein bisschen anzuheben. Zum Glück ist dieser doch in die Jahre gekommene Frachtkahn mit einem relativ stabilen Kran ausgestattet, der auch schon einige Tage gesehen hat, aber noch seinen Dienst tut. Dass die Seilwinde an der Fracht quietscht und knirscht und Rotha und Philou, ihr merkt, wie ihr in die Höhe gehoben werdet und dann ertönt ein Pfiff von Salvador und Ramon und die anderen schieben den oder ziehen an einem Seil den Kran, sodass er rübergeschwenkt wird auf die offene Ebene. Und ihr schwebt jetzt etwa 60 Meter über dem Boden. Es ist halbwegs windig, aber nicht so windig, dass ihr unkontrolliert hin und her schwenkt. Habt ihr irgendwelche Nachteile im Bereich Höhenangst oder sowas? Die Nachteile befinden sich auf Seite 1 links unten. Nee, außer du siehst Farbsehschwäche als... Nee. Gut, oh. Dann seid ihr soweit guter Dinge. Yumi, oh, ist kein gutes Wort, wenn man nach Höhenangst gefragt wird. Nein, ich frage mich gerade nur, was Unfähigkeit Ausstrahlung heißt. Ist das so eine Art Charisma-Schwäche? Mit dem niedrigsten Attributswürfel auf Ausstrahlung startest. Ja, das ist so eine Art Charisma-Schwäche. Also bin ich eher uncharismatisch. Okay, habe ich. Ich versuche es mit einzubauen. Zumindest ungeschickt, was Zwischenmenschliches angeht. Gut. Ja, mit einem Knirschen und Quietschen wird langsam die Winde nach unten gelassen und ihr taumelt nach unten. Links und rechts an euch ziehen die fliegenden Inseln vorbei. Rotha und Philou, ihr werdet hinabgelassen, tiefer und tiefer in den Dschungel. Ich weiß nicht, ob das besser ist.
gelassen werden. Also zum einen halte ich Ausschau, dass wir nicht vielleicht nicht wirklich im Wasser landen. Ich meine, das Wasser könnte dreckig sein. Ich will jetzt nicht unbedingt meine guten Klamotten dreckig machen. Zum anderen würde ich mich festhalten und eine Waffe ziehen, falls irgendwas kommt. Also ich ziehe meine Walton-Westen, Windbester und halte zumindest grob Ausschau, ob irgendwas uns angreifen könnte. Yumi und wer war noch an der Winde? Harrison, glaube ich. Canyon. Macht mal. Oder soll ich dich Harrison nennen oder möchtest du gerne Canyon? Canyon ist gut. Canyon ist gut. Der Hund hieß Harrison. Genau. Oder der Hund hieß Canyon. Ja, ihr beide dürft mal etwas machen. Das nennt sich bei Dieseldrachen Rettungswurf. Ein Rettungswurf ist einfach nur ein einziger Würfel. Und zwar immer auf ein Attribut. Und zwar brauche ich jetzt von euch einen Rettungswurf auf Intuition. Das heißt, ihr würfelt nur den Intuitionswürfel und eine 4 oder mehr ist geschafft. Wow. Ne. Gänzlich unintuitiv. Auch ein 8er. Also ich brauche eine 4 oder mehr. Es liegt an dir. Fünf. Geschafft, okay. Folgendes passiert. Unter einem bedrohlichen Ächzen, das sich nur kaum merklich von dem sonstigen Ächzen des Krans unterscheidet, löst sich mit einmal eine Schraube, was dir, Canyon, nicht auffällt. Yumi, du bist gerade noch in der Lage, Canyon beiseite zu ziehen. Als mit einmal schon klink eine der Flaschenzugvorrichtungen des Krans aus der Rolle spielt und das Seil sich spannt und wie das bei Flaschenzügen so ist, jetzt mit mehrfachem Gewicht mit einmal den Kran belastet, die beziehungsweise eure Winde belastet. Deiner Reaktion, Yumi, ist es zu verdanken, dass Canyon sich dabei nicht verletzt. Das, was euch beiden allerdings passiert, ist, dass dass das Seil, das an eurer oder das Seil an eurer Winde gerade ordentlich Zug drauf hat und momentan nur noch du, Yumi, an dieser Winde hängst und versuchst, sie festzuhalten. Du darfst mal einen Wurf machen auf Kraft nochmal und mit einem Vierer als Hilfswürfel. Zwei Achter und ein Vierer. Genau, wenn Kraft und Athletik und ein Vierer, genau. Und ich hätte gerne eine 14 oder mehr. Die Achter sind zusammen 9. Und das einen... wird schon nichts mehr. Ein Vierer. Ach, das war schön. Das war schön mit dir, Raymond. Das war schön mit dir. Es war jetzt eine 2. Okay. Also ich bin bei 11. Rotha und Philou, ihr beide spürt dieses schöne, leichte Gefühl in der Magengrube der Schwerelosigkeit. Ich wusste doch, dass der Kran scheiße ist. Als mit einmal. Es gibt auch Glückspunkte. Glückspunkte gibt es auch, die kann man einsetzen, um einen Würfelwurf zu wiederholen. Aber die Chance ist echt schlecht. Glückspunkte. Wenn du gerade Glückspunkte erwähnst, was bedeutet ein Pechvogel? Oh. Pechvogel bedeutet, dass wenn etwas Schlechtes passiert, also keine Ahnung, beispielsweise ein Kugel reißt. Beispielsweise so ein Flaschenzug nach unten kachelt. Beispielsweise fünf Personen stehen am Boden einer Schlucht und ein Felsen fällt darunter. Dann wird der Spielleiter dich als Pechvogel immer als Ziel auswählen, statt das Ganze zufällig auszuwürfeln. Also du bist quasi in jeder Zufallssituation die arme Wurst. Oh, die Minuszahl dahinter sagt wie viel aus? Die Minuszahl ist in diesem Falle für die Charaktererstellung. Bei anderen Sachen ist es für die, wenn es zum Beispiel um so Sachen geht wie Ängste, um die zu überwinden, dann
Hey, das ist viel, Schnellwert. Ne? Genau. Folgendes passiert. Der Lasten oder dieser die Ladung des Krans sackt mit Schmackes bestimmt 3-4 Meter nach unten. Und ihr beiden dürft mal, also Raymond und Philou, ihr dürft mal einen Rettungswurf machen. Entweder auf Athletik oder auf Reaktion, was euch lieber ist. Also quasi nur den Attributswürfel und eine 4 oder mehr ist geschafft. 5. 1. Okay. 1. Du kannst dich gerade noch festhalten. Kann ich ihm Arm reichen, wenn ich sehe, dass er... Ja, das kannst du machen. Du darfst mal auf Kraft würfeln mit einem 4er, würde ich sagen. Raymond, du verlierst den Halt und fliegst erstmal quasi der hinabstürzenden Fracht so im Abstand von einem halben Meter hinterher. Du fliegst noch nicht davon oder daneben, aber du bist quasi jetzt so ein bisschen in der Schwerelosigkeit. Ja, ich mit einem Arm hake ich mich in das Seil ein, Ray! Und versuche noch nach seinem Arm zu greifen mit einer 11. Mit einer 11, das reicht gerade so. Also eine 11, also 10 oder mehr ist meistens geschafft bei leichten Sachen. Du schaffst es nicht unbedingt, ihn jetzt alleine festzuhalten, so ungefähr, aber du schaffst es, ihn so festzuhalten, dass er quasi nicht seitlich von dieser Fracht wegfällt. Also was passiert ist, nach einer Schrecksekunde, an der du am Kragen gepackt wirst, verfängt sich dann irgendwie das Seil anscheinend wieder und spannt und du fällst mit einem Kracher mit dem Brustkorb auf eure festgezurrte Ladung. Raymond, du kannst dir mal 2 sogenannte Erschöpfungspunkte geben. Also das heißt, du gehst auf Seite 2 deines Charaktersblatts. Da steht deine Gesundheit und du kannst 2 Kästchen mit einem Schrägstrich abhaken. Komm, ich komm auch. Genau, du bist sozusagen leicht lediert. Verlierst für einen Moment die Luft. Bist aber noch nicht hinuntergefallen. Jetzt taumelt allerdings das ganze Ding schon wie ein Pendel. Da brat mir einer einen Troll. Ich versuche wieder an die Kurbel zu kommen. Ja. Was ist da oben los? Jule ist gerade dabei, die Kurbel festzuhalten und muss ihre gesamte Stärke dafür aufwenden. Da knirscht und knarscht der Lastenkran schon ein bisschen mehr. In dem Moment kommt dann Ramon und auch ein paar von den anderen. Schnell! Hinterher! Der Kran hält nicht mehr lange aus! Und Ramon würde dann die Kurbel übernehmen und zeigt dann euch beiden, Harrison und Yumi, zu dem gespannten Seil 60 Meter über Grund. Du zuerst. Wir sollen da jetzt auch noch mit drauf springen. Das klingt nicht nach einer guten Idee, aber hey, probieren wir es mal. Wir haben kein anderes Seil. Es bleibt keine Zeit. Gehen wir schon. Ich würde mal schnell aus der Tasche mir für meine Hände, wie heißen die Dinger, die man über die Hände zieht? Handschuhe. Mal schnell die Handschuhe überstreifen und dann das Seil packen und mich runter suchen lassen. Fingersocken. Das kannst du machen. Möchtest du gerne am Kran entlang kraxeln oder in Abenteurermanier einfach springen und versuchen, das Seil im Sprung zu schnappen? Das klingt nach keiner guten Idee, aber ich spring mal. Ach, das ist ein One-Shot, da gibt es nur gute Ideen. Würfel mal auf Akrobatik, das ist unter Athletik, und nimm dir als Hilfswürfel deine sogenannte Agilität. Diese Agilität berechnet sich quasi aus, also das ist ein flexibler Wert, der berechnet sich daraus, wie schwer du belastet bist, wie viel du an Gepäck trägst oder an Rüstung hast. Und wenn da steht bei mir nichts drin. Das ist, weil das quasi sich immer wechseln kann. Da rechts daneben gibt es ein sogenanntes Kleidungsset. Wenn du jetzt zum Beispiel mehrere Kleidungssets
Sets hast, mhm. Ah, okay. Dann kann das je nachdem, was du gerade anhast oder ob du jetzt zum Beispiel noch einen Rucksack trägst oder ob du eine Waffe in der Hand hältst, kann sich diese Agilität relativ momentan relativ schnell verschieben. Deswegen habe ich sie quasi nicht in dieses Feld eingetragen. Aber nicht. Momentan hat sich noch nicht viel getan, deswegen müsstest du einen W10 haben, glaube ich, ne? Also, ich habe einen Standard von 12. Ich habe ein Kleidungsset mit Felljacke, gefütterter Hose und Wanderstiefeln. Ich glaube, ich werde jetzt aber gerade nicht so dick eingepackt sein. Ah ja, gut, da hast du wohl recht. Ja, das ist absolut korrekt. Das Felljacke brauchst du natürlich nicht im Dschungel. Dann würde ich sagen, hast du einen 12er als Hilfswürfel. Okay. Dann habe ich 2 Achter und einen 12er. Dann würfel ich mal schnell. Genau. Eine 14 oder mehr wäre ganz gut. Weil das ist schon ein herausfordernder Sprung. Das ist Athletik und Akrobatik. Genau. Okay, die 8er sind zusammen 4. Und dann nochmal einen. Dann nochmal einen 10er. Nee, 12er. 12er, 12er. Also 10 wäre so. Ganz gut. 12! Sehr gut. Okay, ganz die Extremforscherin springt Yumi wie eine Wahnsinnige an dieses leicht schwingende Seil und schafft es auch noch, es zu erreichen, schwingt sich elegant einmal im Kreis, pirouettenartig, wie der Feuerwehrmann an der Leiter, an das Seil und saust nach unten. Canyon Johnson. Ich nehme meine Peitsche von der Seite. Aha. Schlage die Peitsche so um das Seil drum, schwing mich herunter und lass mich dann am Seil nach unten gleiten. Wunderbar, dann würde ich tatsächlich sagen, wenn du die Peitsche nutzt, dann darfst du... Ich glaube, dafür schauen. Ist die Peitsche bei Canyon da. Also nur auf dafür. Fall. Auf jeden Fall. Du darfst gerne mal... Weißt du, was wir machen? Du darfst einfach mal einen Wurf machen auf Prügeln, weil das ja quasi wie so ein, hey, oh, so ein das Schlag kann ist. Und darfst dir als Hilfswürfel einen 12er nehmen, weil die Peitsche natürlich genau dafür gemacht ist, wie du ja. schon sagtest. Also. Und das, natürlich halte ich mit der anderen Hand meinen Hut fest. Der 12er zeigt eine 8, der 10er eine 18, 16 und der 8er eine 2 sind 18. Ja, mit einer, als du die Peitsche schwingst und sie sich mit einem echonden Knall dort verfängt, schwingst du dich auch schon hinüber, siehst gerade noch aus dem Augenwinkel, wie der Kran schon wieder ein bisschen biegt und dir ist es, als ob du eine Melodie hörst. Und in dem Moment schwingst du dich Yumi hinterher, während ächzend und stöhnend Ramon und die anderen die Winde weiter nach unten lassen. Raymond und Philou, ihr seid an dem Ende, das am meisten taumelt und seht unter euch die Bäume immer näher kommen. Also die herablassende Geschwindigkeit nimmt jetzt tatsächlich Fahrt an. Man will euch hier anscheinend so schnell wie möglich nach unten bekommen. Ihr seht oben das Luftschiff gefährlich nahe an den fliegenden Inseln taumeln und plötzlich Yumi und Harrison Canyon Johnson euch nachfolgen. In einem Affenzahn nach unten sausen. Ich stecke mir meine Hand weg, weil offensichtlich muss ich mich hier festhalten. Würde die Waffe wegstecken und würde dann mich nochmal mehr festhalten und schauen, ob ich irgendwo trockenen Fußes, ohne mich allzu sehr schmutzig zu machen, hier runterkommen kann. Ich rufe nur nach oben. Langsamer, verdammt nochmal, weil ich hänge auch so schön in dem Seil, um nicht runterzufallen. Langsamer geht nicht. Ja, kann ich irgendwie versuchen, mit einem gewissen Gegenpendeln das ein bisschen auszugleichen? Kannst du sehr gerne versuchen. Mach mal auch einen Wurf auf Akrobatik. Sehr gerne, das würde ich gerne. Nimm auch du deine Agilität dazu.
19. Das ist ein hervorragender Wurf. Ja, ich hoffe. Raymond, du siehst, wie viel du mit einem Mal sich während das Getaumel losgeht, sich Philo festhält an einem Seil und abstößt und fast horizontal neben eurem Gepäck in der Luft schwebt und dann mit Schmackes die Füße gegen das die verzurrte Ladung haut. Es vibriert ganz schön mächtig, du bekommst den Stoß auch mit und es geht wirklich so ein Gezuckel durch das ganze Gepäck und auch durch das Seil. Das bekommen auch Yumi und Harrison mit. Aber was es tatsächlich hilft, ist, dass diese Pendelei sich ein bisschen stabilisiert. Das machst du ein, zwei Mal und in dem Moment landet dann auch schon Yumi auf der Mitte und ihr seht links und rechts auch langsam die Baumkronen euch entgegenkommen und seid jetzt höchstens noch 10 Meter über dem Boden. Ja, der Kleine ist anscheinend doch was gut. Ich nick so Philo zu. Wir müssen sehen, dass wir die Lücke treffen. Also wie weit sind wir, wenn ich da runter gucke, von dem Ursprungslandepunkt, sage ich es mal, weg? Also durch deine Aktion seid ihr deutlich zentrierter, als das vorher der Fall war. Ihr könnt aber mal alle, und das gilt tatsächlich auch jetzt für Kenyon Johnson, der auch wenige Augenblicke später dort landet, ihr könnt alle mal einen Rettungswurf machen auf Reaktion. Denn ihr befindet euch jetzt auf einer Seite des verzurrten Gepäcks und taumelt jetzt mehr oder weniger kreisförmig zwischen Baumwipfeln auf diesen Weiher zu. Wo gibt's Reaktion nochmal? Das ist in der Mitte untergeschickt. Da war einfach prügeln und fechten und so. Ich habe eine 6. Das ist geschafft, also 4 oder mehr. 5. Geschafft. 1. Nicht geschafft. Bei Reaktion bin ich jetzt und wo? Einfach nur Reaktion. Ist ja Reaktion, einfach okay. Nur der Würfel. Oh. Hi. Okay. Kenyon und Philou, ihr werdet öfter mal in Richtung Geäst und Lianen geworfen von diesem Geschwanke und könnt euch aber noch hinwegducken. In dem Moment, wo es dann aber zurückpendelt, seht ihr zweierlei. Einmal Yumi, die einen lianenbewachsenen Ast einfach volle Kanne gegen die Stirn bekommt. Moment. Ich bin Kenyon. Wenn ich sehe, dass das da rüberkommt, ja, und dass die Dame in Gefahr ist, dann versuche ich mich dazwischen zu werfen. Das kannst du machen. Mit deinem Rettungswurf auf Reaktion würde ich dir das erlauben, einfach so. Ja. Dann passiert Folgendes. Sorry, bitte. Du springst dazwischen. Ich habe ja noch so die Peitsche, an der ich mich festhalte und schwinge mich dann einmal um das Gewicht drumherum. Ja. Mit einem eleganten Schwung siehst du, Yumi, wie der charmante Kenyon Johnson sich fast tanzartig vor dich stellt, die eine Hand um die Hüfte, dich noch mit einem schiefen Grinsen anlächelt und in dem Moment siehst du, wie er einen Ast direkt in den Hinterkopf bekommt und sein Hut einmal in sein Gesicht geschoben wird. Es klang sehr schmerzhaft. Kenyon, du darfst dir 3 Erschöpfungspunkte aufschreiben. Wo mache ich die? Das ist auf Seite 2. Diese Tabelle auf der linken Seite. Einfach 3 einfach Striche. Anklicken. Ja, oder anklicken, ja, geht auch. Also wir haben, ja, so richtig interaktiv ist der nicht, aber kannst dir merken, dass du 3 Erschöpfungspunkte hast. Letztendlich unterscheidet Dieseldrachen zwischen Erschöpfung und Schaden. Erschöpfung markiert man mit einem Schrägstrich, Schaden mit einem X. Letztendlich ist das alles kumulativ. Also am Ende, wenn du auf 0 bist, bist du auf 0. Und dann ist einfach nur die Sache, wenn du
mehr Schaden als Erschöpfung hast, dann bist du eher am Verbluten. Und wenn du mehr Erschöpfung als Schaden hast, dann bist du eher bewusstlos. Also es geht so ein bisschen einfach nur darum, dass man, ich sag mal, leichteren Schaden auch verteilen kann und nicht nur den schweren. Mhm. Mach doch einen Canyon nicht fertig. Bitte dich. Ja, Canyon, du hörst eigentlich eine Sekunde lang nichts, außer das Pfeifen in deinem Kopf. Mhm. Das nächste, was du hörst, ist der verdutzte Laut der Überraschung von Raymond, als er bei demselben Schwung inmitten von Lianen geworfen wird, sich da verfängt mit seiner wunderbaren Eins und die Kiste mit den Sachen zurücktaumelt und du tatsächlich jetzt mit den Füßen in freier Luft in so Baumlianen hängst und die dich auch etwa 2 Sekunden lang halten und dann rauschst du halb gefedert nach unten von Liane, zu Dickicht, zu Geäst und es dauert keine 2 Augen Blicke da. Platsch landest du im seichten Wasser, was noch etwa so 7 Meter unter dir war. Aber du bekommst nur 2 Schadenspunkte. Also Schadenspunkte, ist richtig? Keine Erschöpfung. Genau, jetzt sind es Schadenspunkte, ja. Das hat wehgetan. Und bist aber als Erster am Boden. Ja, aber ich bin jetzt nass. Du bist nass? Ich bin schmutzig und das geht überhaupt nicht. Also, ich habe die Marotte Sauberkeitsfimmel. Ich habe auch die Marotte immer Erster sein. Immer Erster sein bin ich jetzt. Super. Sauberkeitsfimmel ist natürlich jetzt bei so einem Tümpel, der im Dschungel wahrscheinlich nicht so sauber ist, nicht so gut. Ich stehe also langsam wieder auf. Guck an mir runter. Der geht so ungefähr bis zu den Knien. Ja, aber ich bin ja jetzt mal das so komplett... Genau. Einmal Bauchklatscher, ja. Habt ihr eine Ahnung, was die Klamotten kosten? Nee, aber ist noch alles dran an dir? Ach, dreht sich mittlerweile ein bisschen so um die eigene Achse, als es so die letzten 2 Meter nach unten gelassen wird. Und mit einmal auf dem letzten Meter macht und ihr fallt quasi den letzten Meter und das Seil über euch fällt euch hinterher und landet neben euch im Wasser. Hey, Yumi, alles in Ordnung? Ja, bei mir ist alles in Ordnung. Sehr also, schön. Also, Canyon, du hast dich jetzt zwar, sah ein bisschen albern aus, aber ich glaube, das war Dankeschön. Canyon musste wieder den Held spielen. Dafür ist Raymond in den Dreck gefallen. Naja. In deinem Alter solltest du aufpassen, was du machst, Raymond. Das funktioniert alles nicht mehr so gut. Wem sagst du das? Vor allem. Aber ich reiche dir trotzdem eine Hand, um dir irgendwie die Kisten zu helfen, dass du nicht mehr in dem Dreck rumsitzen musst. Ja, ich stelle mich dann auch mit auf die Palette, aber wir sind ja eh wahrscheinlich dann hier irgendwie wieder runter. Ja, die Palette mit eurer Ausrüstung steht jetzt auch neben euch in diesem, ja, eher Tümpel. Die Ausrüstung ist in vielen Kisten und die Palette hat auch eine gewisse Höhe. Das heißt, nur wenig davon steht im Wasser. Das Wasser ist hier so etwa Schienbein bis knietief. Wirkt das sumpfig? Ich sag mal morastig. Es ist jetzt kein richtiger Sumpf. Es ist so ein bisschen abgestandenes Brackwasser so eher. Okay. Aber jetzt kein malariaverseuchter Sumpf, aber definitiv auch kein Fließgewässer. Was euch, als ihr euch umschaut, könnt ihr alle mal einen Wurf machen auf Suchen und Finden, oder nein, auf Orientierung, machen wir es so. Mhm. Ein Wurf auf Orientierung, das ist unter Intuition und ihr dürft euch alle mal
einen 10. Ja, wobei, Moment. Ihr dürft euch als Hilfswürfel geben einen 8er, es sei denn, ihr habt irgendwas, was mit Dschungel zu tun hat in eurem in euren Wissensbereichen. Die findet ihr auf der rechten Seite. Sowas wie Durchqueren von Dschungel. Du kriegst einen 12er, ja? Das ist jetzt natürlich praktisch. Ja, ah. Leben im Gefängnis? Leben im Gefängnis nicht, nein. Ich habe Biologie und Pflanzenwelt in Extremlagen. Okay, dann kriegst du einen 10er auf jeden Fall. Und wir kriegen einen 8er, wenn wir nichts anderes haben. Genau. Jagd? 19. Ja, also ich sag mal so, Jagd ist nicht schlecht. Ich würde mal sagen, dadurch, dass du gerade mit deinem Sauberkeitsfimmel ein bisschen abgelenkt bist, negiert sich das so wieder so ein bisschen. Aber es bleibt bei einem 8er durch die Jagdkenntnisse. 19. Okay. 19, nicht schlecht. Also mir hätte schon eine 15 gereicht. 13. Ich habe auch 19. Okay, sieht wahnsinnig viel. Okay, 9? Nicht schlecht. Habe ich nicht erwartet. 9. 14, okay. Raymond, du überblickst die Lage als Jäger. Keine wilden Tiere in der Nähe, die du siehst. Kein Untergrund, der jetzt allzu besorgniserregend ausschaut. Sprich, ihr seid jetzt nicht irgendwie im Treibsand gelandet oder inmitten einer fleischfressenden Pflanze oder dergleichen, sondern wirklich in diesem kleinen Tümpel. Euch anderen mit euren phänomenalen Würfen fällt auf, das ist ein sehr, sehr durchschnittlicher Tümpel, den ihr hier habt. Also einfach nur ein kreisrunder, eine kreisrunde, übergroße Wasserpfütze. Weder in Form einer Schlange noch scheint es wirklich besonders besonders eindrucksvoll zu sein oder besonders. Es ist eine Lichtung, es ist eine gute Möglichkeit, um auf den Boden des Dschungels zu kommen, aber ihr hattet euch unter Lago de Serpientes ein bisschen was Eindrücklicheres vorgestellt. Verdammt, wenn der... Ich muss sagen... Wer will zuerst? Die Dame, bitte. Ich würde sagen, ich gehe trotzdem erstmal zu Raymond rüber und würde mal anfangen, so seinen Kopf und seinen Hals zu untersuchen, so ein bisschen reingucken, da wo er nass geworden ist, denn viel schlimmer noch als fleischfressende Pflanzen sind eventuelle fleischfressende Bakterien, die hier im Tümpel sind. Und dann müsste innerhalb der nächsten Minuten seine Haut rötlich werden mit offenen Wundstellen. Von daher würde ich ihn mal beobachten. Wenn der Tümpel nicht aussieht wie eine Schlange, woher kommt dann der Scheißname? Das ist nicht dieser Schlangentümpel, Canyon. Hast du nicht zugehört vorhin? Ich denke, du hast sie von oben gesehen. Canyon. Ich habe einen Tümpel gesehen. Und er hat gesagt, das ist der. Ah, er hat auch gesagt, der Kran funktioniert. Schön. Ich weiß nur, ich habe mir was anderes darunter vorgestellt. Ja, was machen wir jetzt? Vielleicht erstmal das Zeug aus diesem Tümpel rausziehen und vielleicht mal Raymond ein bisschen beiseite setzen. Normalerweise bin ich aber derjenige, der Pech hat, aber heute scheint mir so. Alles gut. Ich guck mal ob wir irgendeine Art von Orientierungspunkt sehen. Irgendein auffälliges Geländemerkmal. Das, was du ganz grob sehen kannst, beziehungsweise du weißt es halt durch euren Abstieg, weil du dich da ein bisschen umgeschaut hast, ist, dass dass der Berg, einer der höheren Berge, hier östlich von euch liegt. Ich nehme die Karte und meinen Kompass. Die Karte hast du nicht. Die hatte Salvador noch in der Hand, als er euch an die Winde geschickt hat. Ach, scheiße. Gesagt, er gibt sie dir gleich. Ich hasse mein Leben. Wir haben keine Karte, Canyon. Oh. Gott. Du bist gerade schwarz geworden, lieber Marc. Oh,
dann. Die Welt geht unter. Nein. Moment. Ist die Batterie von deiner Kamera aus? So sieht's aus, aber ich habe hier zwei andere Batterien. Gib mir 3 Sekunden. Ich habe gedacht, es hält vielleicht die Zeit. Hm. Jobi, hast du schon irgendwas entdeckt? Gefährliche Monster, wieder. Insekten, Schlangen? Nein, ich beobachte immer noch Raymond. Juckt's irgendwo am Arsch oder so? Gut, dass ich 3 Batterien habe. Wenn wir vielleicht vernünftig miteinander reden und nein, es juckt nicht. Gut, das ist ein gutes Zeichen. Wie immer unsere Yumi. Schau nach oben, guck mal, ob ich vielleicht irgendwie mit denen da oben noch kommunizieren kann. Ja, du schaust nach oben und du siehst kein Luftschiff mehr. Hm. Super. Wo? Wieso? Wo sind die denn hin? Was dir allerdings auffällt, ist, dass das Ende vom Seil, was in einem der Baumwipfel hängt und runterbaumelt und abgetrennt aussieht. Ja, Kenny, das klingt doch ganz wie in deinen Geschichten, die du mal erlebt hast. Hä? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Welches? Echt? Die haben uns beschissen, die haben uns sonst wo abgesetzt. Meinst du? Klar. Du sagst, das ist nicht der Tümpel. Die sind da oben weg. Das Seil ist durchgeschnitten. Und wir haben den größten Pechvogel der Welt bei uns. Ja, Sir Raymond. Ey, ist doch so. Hilft aber alles nichts. Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Ja, schleppen wir erstmal das Zeug hier raus. Ja, Tümpel. Lass mal schauen, was wir alles an Ausrüstung noch dabei haben. Wir Essen überprüfen mal, ob sie die richtigen Kisten eingepackt haben oder ob sie unseren Kram behalten haben. Die Kisten, wenn ihr die so durchschaut, sehen so aus, als wären sie tatsächlich mit Ausrüstung gefüllt. Auch mit unserer richtigen? Auch mit eurer, ja. Auch mit der richtigen. Haben wir eine Chance, die erstmal irgendwo ans Trockene zu bekommen? Ich meine, der Tümpel ist offensichtlich nicht so groß, dass wir gucken können, dass wir uns irgendwo eine trockene Stelle aussuchen, wo wir uns dann erstmal sammeln, die Kisten hinbringen, aufmachen und so weiter. Ja. Hängt das Seil noch so irgendwo über dicke Äste, dass wir darüber mehr oder weniger auch einen Hebel bekommen, dass wir es so rausziehen können und nicht schleppen müssen, sondern ein bisschen anheben können, dass man es dann so ein bisschen rausschieben kann? Dafür wird die Stabilität der Lianen, über denen das Seil hängt, nicht ausreichen. Aber Die Kisten sind ja einzeln verzurrt worden. Sobald ihr quasi die Seile löst, könnt ihr relativ ohne Probleme eine Kiste nach der anderen die wenigen Meter ins Trockene schleppen. Euer Vorteil ist zum Teil auch, dass ihr, dass die Kisten auch durch das Wasser natürlich ein bisschen Auftrieb bekommen, also nicht mehr ganz so schwer sind. Und es dauert keine halbe Stunde, da habt ihr die 3-4 Kisten und Rucksäcke und was alles dabei ist am Ufer des Sees. Apropos das halbe Stunde, wie spät ist es denn ungefähr? Jetzt ist es bald mittags. Oh. Also es war vorhin noch morgen. Es ist noch nicht ganz mittags, sagen wir mal so gegen 11 Uhr am Vormittag. Sowas in die Richtung. Okay. Na dann. Tja. Kenny, du hast vorhin gesagt, du hast so ein Gespür und eine Nase dafür. Wo geht's denn jetzt lang? Ich gucke mich um und ich habe ja tatsächlich einen Vorteil dafür. Ja. Ich habe ja nicht nur, also ich bin ja quasi das Gegenteil von unserem Pechvogelfreund. Ich habe zum einen Glückspilz. Nützlich. Und zum anderen goldener Riecher. Okay. Aber du hast echt schon Riecher, witzig. Ich habe Glückspilz und goldener Riecher. Bevor ich auf deinen Glückspilz und deinen goldenen Riecher komme, kann sich jemand zufällig an die Beschreibung der Karte erinnern? Ja. So halb. Wir gehen auf den Berg zu.
Genau. Und dann dem Bachlauf. Dann zum Wasserfall. Wir kreuzen dann den Bach. Wenn wir an den Berg kommen, kreuzen wir den Bach bis zum Wasserfall und dann können wir die Schlange sehen. Sehr gut. Hervorragend. Du brauchst nicht mal deinen Glückspilz. Oder es war dein Glückspilz und dein goldener Riecher. Genau das war die Beschreibung tatsächlich. 100%. Ich hab zugehört. Das ist mehr als meine Spieler machen. Entschuldigung. ja, also du erinnerst dich an genau diese Beschreibung. Dass du weißt auch noch, der Berg liegt östlich in dieser Richtung. Und ich habe einen Kompass. Und du hast einen Kompass, hervorragend. Ja. Dann ist doch alles noch im Lot. Leute, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich weiß ganz genau, wo es lang geht. Ich hole den Kompass drauf, schnick den so auf. In die Richtung liegt der Berg. In die Richtung gehen wir. Wenn wir den Bachlauf finden, den Bachlauf entlang. Dann versuchen wir drüber zu kommen. Keine Angst, Rother. Wir suchen eine Stelle, wo deine Schuhe dann nicht so dreckig werden wie jetzt. Bis zum Berg. Wasserfall. Dann die vermaledeite Schlange. Und wie transportieren wir jetzt das ganze Zeug? Auf dem Rücken. Ja, alles. Ja, alles. Schauen, was da überhaupt drin ist. Vielleicht sollten wir erstmal was essen. Das stimmt, dann müssen wir weniger schleppen. Ja. Es ist gerade erst unten, da oben gab es Frühstück. Sollten wir das, was ist los? Sollten wir es nicht lieber aufheben, falls wir hier, wer weiß wann, wieder rauskommen, damit wir länger überleben? Musst du nicht musst du nicht erst um 5 Uhr dein Sandwich essen und den Tee trinken, Rother? Das ist der zweite Tee. Ah. Alles klar. Ich teile die Sachen schon mal so auf Taschen, die da sind. Ja. Eure Rucksäcke sind ja schon, also das habt ihr schon auch vorher mitgemacht, euch überlegt, was ihr mitnehmt, auch in Absprache mit den mit der Mannschaft, was man transportieren sollte. Und aufgrund eurer Erfahrung und die Rucksäcke, die es dort gibt und die Sachen wie Zelte, die man noch dazu gepackt hat, sind auch auf eure Bedürfnisse abgestimmt. Ihr müsst es nur noch zusammensuchen und zusammenpacken. Das dauert nicht lange. Und wenige Minuten später seid ihr, wenn auch ein bisschen nasser als geplant, durchaus abmarschbereit. Aufi! Wer geht voraus? Na, ich mach das schon, ich kenne mich ja aus dem Dschungel. Reihenfolge bitte. 1. 2. 3. 4. Alles klar. Wahrscheinlich ganz hinten der englische Aristokrat, leicht meckernd, motzend. Ich muss die ganze Zeit an den einen von Karl May denken, der die ganze Zeit mit seinem Diener unterwegs gewesen ist. Ja, mit Melone natürlich. David Lindsay. Genau. Ich hoffe, wir haben auch Melone. Und wer ist Hatschi Halef Omar bin Hatschi Abul Abbas ibn Hatschi Dawud al-Gossara? Der ist nicht dabei. Ach so. Gut, ich hab aber auch immer mal so einen Blick zur Seite und auch schau immer mal wieder nach hinten, ob vielleicht irgendjemand uns verfolgt. Blick aber auch immer mal wieder nach oben, wo denn jetzt unser Schiff geblieben ist. Ob ich irgendwas Blätterdach erkennen kann. Dann dürft ihr mal folgende Würfel für mich machen. Der liebe Kenyon Johnson, der vorangeht, darf mal einen Wurf machen. Nicht auf Orientierung, weil das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, du bist die arme Sau, die das Buschwerk beiseite hauen darf. Also du darfst gerne mal auf Kondition würfeln. Kondition, alles klar. Kondition. Es geht dabei um Ausdauer und um Beständigkeit.
Hilft mir mein Durchqueren von Dschungel dabei? Ja, du darfst ja einen 12er geben als Hilfswürfel. Hm? Wenn du insgesamt eine 13 oder mehr würfelst, ist das schon mal ganz gut. Mit 2W8 und einem W12 könnte das klappen. Bei einer 16 oder mehr kommt ja auch sogar ein bisschen mehr voran, als das eigentlich geplant ist. Du willst also echt jetzt 9, 6 und 8 gewürfelt. Schön. Das ist doch gut. Ja, läuft. Mit einer Finesse, wo jeder russische Metzger neidisch wäre, zerhackst du Dschungelfauna, Flora. Vielleicht auch mal die Fauna immer mal wieder zwischendurch. Je nachdem, ob ein Vogel nicht rechtzeitig wegkommt. Ab und zu hackst du, dann fliegt links und rechts das Grün. Ab und zu kommt mal so ein Federbausch hinterher. Aber ihr kommt relativ gut durch. Yumi würde hinterherlaufen, an einem Stück Trockenfleisch knabbern und dann die ganze Zeit über sagen, das ist das und das. Und so ein paar Pflanzen bestimmen, die sie erkennt. Ich frage dann immer, ob das giftig ist oder es einen anspringt. Oh ja, das kann sie dir auch sagen dann. Yumi, mach doch mal einen Wurf auf Wissen. Das ist unter Verstand. Das sind dann 2 Achter. Genau, und dann darfst du dir einen 12er dazugeben für deine giftige Tiere, giftige Pflanzen, exotische Flora und dergleichen. Ich hätte immer noch 2 Fragen. Also auf der einen Seite würde ich gern mein Wurfmesser schon gezückt haben, falls irgendwas ist. Was ist? Ich habe hier bei Waffentyp noch stehen, Meisterschmied, 4er, Kompakt. Was ist das? Das ist ein Revolver oder eine Pistole, glaube ich. Oder, warte mal. Oder ist das? Jetzt muss ich selber mal nachschauen. Ich gucke mal kurz ins Regelwerk, ich sag's dir gleich. Okay, gut. Bloß damit ich mal ungefähr weiß, was für Optionen ich denn jetzt hier hätte. Ich habe 13. Ja, also ziemlich viele von den Pflanzen sind giftig. Aber nicht jetzt gleich bei Berührung, sondern man sollte es halt nicht verzehren. Grundsätzlich ist die Flora von Yakusko beeindruckend. Also sehr vielfältig. Das fällt tatsächlich auch euch allen auf. Auch die Laien. Hier sind Blumen und Sträucher und Früchte und Schlingpflanzen. Und ich habe sowas, wenn ihr nicht schon mal hier wart, noch nie so gesehen. Auch nicht in der Vielfalt. Also das ist wirklich beeindruckend. Was nicht so beeindruckend ist, ist diese feuchte Hitze, die hier unten noch viel, viel schlimmer ist und viel drückender ist. Und die, ich sag mal so, Raymond, du warst zwar durchnässt, aber die eigentliche Nässe kommt nicht von außen, die kommt von innen. Das dauert nicht lange, da sind alle hier wirklich durchgeschwitzt. Das ist aber nicht meine Gegend hier. Herr Raymond, du wusstest doch, wo wir hingehen. Ist doch ganz hübsch. Hübsch, ja. Ich hoffe, man kann von den ganzen tollen Früchten auch irgendwas essen. Ich fühle mich in Dornschadow. Ola. Eine Meisterschmied 4er Kompakt, das ist so eine Art Mini-Revolver. So eine ähnlich wie eine Derringer. Das sind diese Damenhandtaschen Revolver. Ja, nice. Ja, sehr genau, daran habe ich gerade gedacht. Gefällt mir. Die ist ein bisschen größer und hat tatsächlich eine Trommel mit 4 Schuss, aber das war's. Also, ja, nice. Ja, super, super, sehr gut. So zum aus dem Ärmel schnicken lassen. Ja, genau. Ja, genau. Ihr kommt durch die Fähigkeiten des lieben Kenyon Johnson relativ gut voran. Und verbringt den Tag oder die nächsten Stunden, die in Richtung Berg marschiert, vor allen Dingen mit der Bewunderung des Dschungels. Yumi, du bemerkst zahlreiche Schmetterlinge, Gruppenvögel, Papageien in buntesten Farben.
das ein oder andere Mal könnt ihr auch ein Äffchen erspähen, was irgendwie zwischen den Bäumen umherspringt und euch beobachtet. Und es dauert etwa ja, vier Stunden. Ist jetzt dann so früher Nachmittag, an dem dann irgendwann auch dem lieben Canyon die Puste ausgeht und Zeit wird für eine Rast. Gibt's noch ein bisschen Wasser auf mein Halstuch, ja, und wisch mir das so durchs Gesicht. Canyon, Yumi, was mir schon die ganze Zeit so durch den Kopf ging. Ha? Wenn hier Eingeborene leben. Ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie bemerken? Wenn sie uns beobachten. Mit Pfeil und Blasrohr. Das kommt drauf an. Worauf? Ob sie wollen, dass wir sie sehen. Dein gutes Auge spürt das nicht irgendwie? Ja, schon eine Menge, aber... Ja, weißt du, es gibt so kleine von den Goblins, die sich dann komplett tarnen und anmalen und Blätter überall dran packen. Die sind schon unangenehm. Ja, weißt du, ich überlege die ganze Zeit, was cleverer wäre, wenn ich irgendwas sehe, ob ich mit einem Revolver schieße oder irgendwie mit dem Messer arbeite. Weil ich glaube, irgendwie der Revolver ist zu laut und das lockt nur noch mehr an. Weißt du? Oder ist das wie bei den Tieren? Wenn du einen von denen siehst, würde ich ehrlich gesagt erstmal abwarten. Oh. Ob es schlau ist, dass wir dann zuerst aggressiv werden, ich weiß nicht. Als ich damals im Dschungel von Tsukatamunga war, sind wir überrascht worden von einer Gruppe von denen. Ziemlich bissige Kerlchen. Aber nachdem ich was von deren Schnaps getrunken habe, war die Welt wieder in Ordnung. Gut. Für dich oder für euch beide? Für uns alle. Aha. Und für die drei Leute, die ich durch den Dschungel begleitet habe, auch gut. War irgendeine Pflanzenplörre, wo jeder aus dem Dorf mal reingespuckt hat, damit das vergärt. Aber... manchmal muss man Opfer bringen. Gucke Fragen zu Raymond, als er das mit dem Reinspucken erzählt. Da lobe ich mir doch einen guten Single Malt aus den Highlands. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier durchkommen, Sir Raymond. Wenn du hier einen Single Malt findest, sag mir Bescheid. Was ist, wenn der Single Malt für die nur irgendeine Plörre ist? Hm? Dann gibt's mehr Single Malt für uns. Tatsächlich nehme ich dann einen kleinen Schluck aus meinem Fach Flachmann, wenn davon gesprochen wird. Das kannst du tun. Möchtest du, lieber Canyon, weiterhin die zweite Etappe leiten, denn der Weg bis zum Berg ist noch eine Weile hin. Oder möchtest du es gerne abgeben? Ach so, du warst jetzt derjenige, der das Buschwerk zerhauen hat. Du darfst dir zwei Erschöpfungspunkte aufschreiben. Junge, dann bin ich bei 5. Canyon. Aber Erschöpfung kann man relativ schnell wieder erholen. Ich brauche echt eine Pause, wenn ich weiter vorgehen soll. Canyon. Ah. Ich hole so ein kleines, ein bisschen zerkratztes und schon leicht verbeultes Kästchen raus. Weißt du, es ist so scheiße feucht und warm hier, eh die Dinger zergehen, meine letzten zwei für dich. Oh, Hammer. Ich steck die ein, nehme die Zigarette, die ich über meinem Ohr immer habe. Aber sind wieder so Diesel-Dinger, ne? Es sind Kippen. Nehme die ich noch über dem Ohr habe und dachte, ich bewahre mir die für später auf. Wo mein Sturmfeuerzeug raus. Schnick. Oh. Junge. Die sind scheiße, aber. Aber sind die einzigen, die wir hier haben. Und dann gönne ich mir die Pause mit einer Kippe. Das kannst du gerne tun. Würfel doch mal einmal deinen Konditionswürfel einzeln. Ja, Kondition. Ist es. Und die Anzahl der Augen darfst du dir gut schreiben an Erschöpfung.
Dann habe ich nur noch eine Erschöpfung. Eine gute Pause. Ihr macht etwa eine Stunde Rast. Habt ein wenig Möglichkeit, etwas zu essen, etwas zu trinken, euch umzusehen, den Dschungel zu beobachten. Was euch auffällt, ist, so zur Mittagszeit rum war der Dschungel am leisesten und jetzt, wo es wieder ein bisschen abkühlt, wobei dieses Abkühlen wirklich nur kaum merklich ist, wird es auch wieder lauter und ihr hört wieder die Tierwelt von überall her. Junge. Es ist tatsächlich teilweise wirklich ohrenbetäubend laut. Also die idyllische Natur ist in ihrer Intensität dann schon fast wieder unidyllisch. Yumi, wenn du irgendwelche Früchte findest, die wir gefahrlos essen können, dann sag doch Bescheid, dann sparen wir was vom Proviant. Ich würde tatsächlich mal rumgucken und mir mal die nähere Umgebung, ohne zu weit wegzugehen, von der Gruppe ansehen. Okay. Mach doch mal einen Wurf auf Suchen und Finden. Gib dir einen 12er durch deine Wissensbereiche, die du ja hast in dem Gebiet, würde ich dir einen 12er geben. Und dann hätte ich gerne eine 13 oder mehr. Wollen die anderen noch die Zeit nutzen, in der sich Canyon erholt und nikotisiert? Ich guck, was es zu essen gibt noch. Ess auch was, trink ein bisschen was, aber ansonsten setze ich mich hin und versuche mich auch ein bisschen auszuruhen. Ich reiche dir die Kippe rüber. Danke. Du findest ein nasses Leberwurstbrötchen. Ein nasses Leberwurstbrötchen, ich guck das angewidert an, aber da... Fantastisch. Nass sind Leberwurstbrötchen am besten. Und macht die Augen so nicht gerade so lecker wie bei Mike's Pizza, aber das ist ja die Regel. Weißt du, was der Vorteil an billigen Kippen ist? Danach schmeckst du nicht mehr, wie das Brötchen schmeckt. Genau. Danach schmeckst du gar nichts mehr, glaube ich. Ja, ich will nicht wissen, wo Ramon die hatte. Die sind von Ramon? Ja, die braucht er ja nicht mehr. Alter. Hat er gesagt. Klar hat er das gesagt. Na danke. Klar. Mit Teerpappe gestrickt. Ja. Wo er die her hat, das weiß ich nicht. Yumi, was hast du gewürfelt auf Suchen und Finden? 7. Eine 7. Trotz deines mittelmäßigen Wurfes siehst du etwas abseits eine Frucht tatsächlich. Eine gelbe, etwa handgroße, ja, fast sowas wie eine Paprika, würdest du sagen. So etwa auf Kopfhöhe hängt die neben dem Baum. Also nicht weit weg von eurem Lager, kannst näher drauf zugehen. Du erkennst die Frucht nicht, du weißt nicht, also du kannst es jetzt nicht klassifizieren tatsächlich. Ich würde sie mal abreißen und mal sammeln zum Angucken. Gott, mir schwant furchtbar. Du greifst nach der Frucht, als du, oh, Trinket auf Trinket. Oh! Hm. Prost. Prost. Du greifst nach der Frucht und fasst sie an und in dem Moment fallen dir die 8 Glieder auf, die von dieser Frucht ausgehen. Und du bemerkst, dass es sich um eine etwa faustgroße Tropenspinne handelt, die du fälschlicherweise für eine Paprika gehalten hast. Du darfst mal einen Rettungswurf auf Reaktion machen. Weil diese Spinne nicht gerade davon begeistert ist, dass du sie gerade versuchst zu pflücken. Reaktion, ja? Genau, ein Rettungswurf auf Reaktion. Ich brauche eine 4 oder mehr. Na, ja, da habe ich glorreiche 4 Punkte. Das wird jetzt spannend. Uiuiui. 3! Knapp daneben, ist auch vorbei. Einen Stich und ein Brennen.
als du deine Hand zurückziehst und siehst, wie zwei Punkte den Biss der gelben, giftgelben Spinne markieren, die sogleich davon krabbelt. Ihr hört Yumi aufschreien. Ach, scheiße. Ich mach mich auf den Weg zu ihr. Dreh mich rum. Eine drei Schritte weg und hält sich die Hand. Können wir jetzt das Gift raussaugen? Ich spring auf und nimm ihre Hand und versuch das Gift direkt rauszusaugen. Das wird spannend, ich lasse ihn machen. Dass du gleich einen Beil ziehst oder so. Ich gucke auch gespannt zu, während ich mir die Stiefel langsam wieder anziehe. Ja. Er will das Gift raussaugen, ist immer so eine gute Idee. Ich gucke ihm dabei zu und bin gespannt, was passiert. Mach mal Folgendes, lieber Raymond. Was würfeln wir da jetzt am besten? Um sozusagen nicht das Gift zu verschlucken, sondern das richtig anzustellen. Ja. Das würde ich schon versuchen. Oh, ich bin mir nicht sicher, was wir da würfeln können. Würfel doch vielleicht mal auf... Würfel doch einfach mal auf Fingerfertigkeit. Ich würde sagen, das ist vielleicht am nächsten dran. Und gib dir einen 12er als Hilfswürfel. Und dann würde mir auch schon eine 11 als Ergebnis reichen. Fingerfertigkeit habe ich 4. Geschick habe ich 8 und noch ein 12er dazu. Ja. Sollen wir es abbinden? Ich habe Draht mit. 18. Nein, noch nicht. Sehr gut. Mit einem ein, zwei gezielten Zügen schmeckst du tatsächlich das bittere Gift gibst dir Mühe, wirklich auch den letzten Tropfen auszuspucken. Yumi, deine Hand brennt. Du bekommst auf jeden Fall einen Schadenspunkt. Aber du spürst jetzt erstmal keine direkte Vergiftung in deiner Hand. Okay. Beobachten und vielleicht war das noch rechtzeitig. Sicher, willst du es nicht abbinden, wenn dich so ein Vieh gebissen hat? Nicht, dass es hochwandert. Ausbrennen hilft auch. Ausbrennen, ja. Wir können ja erst abbinden, dann drücken wir das Schlechte raus und dann brennen wir es zu. Ich glaube, er hat schon gerade das meiste rausgesaugt. Sollte sie nicht am besten wissen, wie man damit umgeht? Was würde ich denn, würde ich jetzt einschätzen, dass es noch nötig ist? Mit meiner Erfahrung? Du glaubst, dass du wahrscheinlich auf der sicheren Seite bist. Selbst wenn du es abbindest, wenn das Gift jetzt schon drinnen wäre, dann würde das nicht mehr allzu viel bringen. Ich denke, es passt so erstmal. Ich beobachte es weiter und ich sage euch Bescheid, wenn irgendwas ist, aber... Du bist echt schon neugierig. Danke. Bei irgendwelchen Viechern. Was wolltest du denn mit der Spinne? Du meinst Paprika? Also, die Spinne hatte einen Namen? Es ist ein ganz niedlicher Name. Wahrscheinlich nenne ich sie, wenn sie Paprika noch nicht geschrieben wurde. Echt jetzt? Naja, man muss es vielleicht ein bisschen verwissenschaftlichen mit Paprikanus oder sowas, aber Paprikanus Raimundus nenne ich es vielleicht. Als Dankeschön für die Saugaktion. Also eine neue Art, die du entdeckt hast. Ja, hoffentlich. Ist die Spinne noch irgendwo oder ist sie abgehauen? Die Spinne ist weggekrabbelt. Schade. Was? Sei doch froh, dass das Vieh weg ist. Herrgott. Ja, aber ich brauche doch ein totes Exemplar, um es am Ende wirklich beschreiben zu können. Du bist unerschütterlich, meine Liebe. Das ist gut, dass wir dich dabei haben. Das ist tröstlich. Aussieht. Wie eine Paprika. Also wenn ihr eine Paprika seht, sagt mir Bescheid. Nicht anfasst. Ja. Ich fasse nichts an. Nachdem sie die ersten zwei Stunden des Marsches nur erzählt, was hier giftig ist und was man... Nee, ich fasse hier nichts an, was ich nicht muss.
Alles klar, ich denke, ich bin soweit wieder fit genug, wir können weiter. Ja. Ihr setzt euren Weg durch den Dschungel fort. Der Rest des Tages ist ähnlich anstrengend, aber das Schöne ist, ihr erreicht zum Ende des Tages hin den Hang des Berges. Das merkt ihr daran, dass jetzt nicht nur euch das Geäst und das Grün ins Gesicht peitschen, sondern jetzt auch die Oberschenkel langsam wehtun, weil ihr nämlich auch bergauf gehen müsst. Haben wir einen Bachlauf gefunden? Ihr lauft ein wenig weiter und findet erstmal keinen Bachlauf und merkt, dass oder anders. Ihr könnt mal einen Wurf machen auf, lass mich schauen, auf Wissen. Und alle, die zum Beispiel, also Canyon, du hast Durchqueren des Dschungels, du darfst dir einen 12er nehmen. Was habt ihr noch an Wissensbereichen? Yumi, du hast zum Beispiel, ich schaue hier gerade selber mal kurz, du hast Wettervorhersage, du darfst dir einen 12er geben. Haben die anderen was, was irgendwie mit Wildnis oder Überleben zu tun hat? Jagd. Ja, gebe ich dir mal einen 8er auf jeden Fall. Ich bringe wieder mein Leben im Gefängnis an. Das hat was mit Überleben zu tun. Nein, dann gebe ich dir einen 6er diesmal wenigstens. Bergsteigen. Ja, du kannst dir einen 10er geben, Raymond. Und dann dürft ihr mal alle würfeln auf Wissen mit eurem Hilfswürfel dann auch dazu. Also Wissen, Verstand, Hilfswürfel. Und ich hätte gerne eine 12 oder mehr. 12 habe ich genau. Ich nehme jetzt eine 4 als Hilfswürfel, ja? Du darfst einen 6er nehmen. Oh, wie nett, danke. Ich habe die gute alte 13. Ich auch. 17. Dann haben wir es alle geschafft. Canyon, was hast du gewürfelt? Ich habe es nicht gehört. Ich hatte, was habe ich gesagt? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Aber ich war über 12. Nee, ich hatte genau eine 12. Ah ja. Diesmal ist es Raymond, der als erstes auf die Idee kommt, oh, es ist Nachmittag, im Dschungel geht die Sonne relativ schnell unter. Das heißt, es ist jetzt Nachmittag, aber du weißt, wenn jetzt noch eine Stunde weiterläuft, ist es relativ schnell stockdunkel. Leute, wir sollten vielleicht jetzt Halt machen und das Lager aufschlagen. Solange es noch einigermaßen hell ist, nicht, dass wir jetzt noch weiterlaufen und das Lager im Dunkeln aufschlagen müssen. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Haben wir überhaupt Fackeln mit? Ja, ich habe Fackeln dabei. Oh, sehr gut. Wer möchte sich um das Errichten des Lagers kümmern? Ja, mache ich schon. Dann ich habe so das Gefühl, dass das hier so das Überleben im Dschungel ein bisschen mein Job ist. Dann darfst du noch einmal würfeln auf Wissen mit einem 12er, um die Qualität deines Lagerplatzes zu ermitteln. 10. Was willst du haben? Eher so nicht so gut. 11 habe ich. Ganz okay. 11 habe ich. Okay. Folgendes. Du richtest das Lager her und, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, ihr legt euch zum Schlafen. Wie euch das so beigebracht wurde, habt ihr Hängematten bekommen, weil auf dem Boden schlafen im Dschungel keine gute Idee ist. Das Problem ist, dass die Lagerstätte, die ihr gewählt habt oder die Canyon für euch rausgesucht habt, leider wohl nicht die beste war. Es ist das vor allen Dingen das erste Problem ist, ihr tut so gut wie kein Auge zu, denn relativ viele Geräusche halten euch wach. Ihr habt das Gefühl, Tiere, die etwas größer sind als bloß Vögel oder Äffchen, treiben hier ihr Unwesen und nähern sich eurem Lager auch näher, als euch das eigentlich lieb ist. Sollten wir nicht eine Wache aufstellen? Könnt ihr gerne tun. Ja, wir sollten abwechselnd Wache halten, um das Feuer auch anzuhalten, damit wir genug Licht haben, was dieses Viehzeug fernhält. Auch das ist ohne Probleme möglich.
Ich überspringe tatsächlich jetzt diesen Teil einfach ein bisschen, um zeitlich nicht zu sehr anzukommen. Mhm. Letztendlich ist es so, alle, die die Wache halten wollen, werden bemerken, dass relativ viele Tiere hier in der Nähe sind. Und als dann irgendwann die Sonne aufgeht, nach einer Nacht, die lange war, könnt ihr zumindest alle mal eure Erschöpfung regenerieren. Also ihr dürft euch die Erschöpfung, die ihr erhalten habt, wegstreichen. Mhm. Wenn ihr Schaden nicht, habt, ja. Dürft ihr den in Höhe eures Konditionswürfels, also nicht würfeln, sondern einfach so hoch, wie euer Würfel ist, den ihr habt in Kondition, umwandeln in Erschöpfung. Also nach der Nacht. Also ihr regeneriert erst die Erschöpfung, die ihr habt, und dann den Schaden zu Erschöpfung. Ist quasi eine Wunde, die verheilt, die aber noch den Nachteil am nächsten Tag hat, dass sie immer noch anstrengend ist. Ja, wie sehen denn Yumi und Raymond aus? Hat Raymond schöne Pusteln an den Lippen und Yumis Hand sieht aus? Hm. Wie sieht die aus? Yumis Hand sieht ein bisschen gerötet aus und eine Bisswunde. Vielleicht auch sogar ein bisschen entzündet, wie so ein Mückenstich, der so ein bisschen sich entzündet hat. Also es sieht nicht besonders angenehm aus, es pocht auch ein bisschen, aber nicht schlimmer als jetzt ein, keine Ahnung, Wespenstich vielleicht. So sieht's dann ein bisschen aus. Scheint gerade noch harmlos zu sein. Als die Sonne aufgeht, Canyon, und du aus deiner Hängematte steigst, fällt dir auf, was du bei der Lagerwahl übersehen hast. Du hast einen Wildwechselpfad übersehen und das hier war ein relativ stark frequentierter Bereich des Dschungels, der euch leider die ein oder andere Stunde des Schlafes gekostet hat. Behalte ich für mich. Ich fällt's nicht auf. Als Jagd? Mit Jagd müsste mir doch sowas auch auffallen, oder? Ja, du kannst mal einen lass mich überlegen, was machen wir da? Wirf mal auf Wissen mit Verstand und gib dir einen 12er dazu. Und wenn du eine 11 oder mehr würfelst, dann siehst du's. Hat er nochmal Glück gehabt. War nur eine 8. Ihr setzt eure Reise fort. Der zweite Tag führt euch bergauf. Und wenig später tatsächlich passiert ihr auch etwas, das so aussieht wie ein Bachlauf. Es wundert dich ein bisschen, Canyon, weil also das als Bach zu bezeichnen, ist schon sehr gewagt. Es ist eher so ein Rinnsal. Und eigentlich hieß es ja auch, dass zuerst der Bachlauf käme und dann ginge es bergauf. Also so ganz scheint es auf dich keinen Sinn zu machen. Vielleicht haben wir den Bachlauf weiter unten im Wald verpasst. Als nächstes weißt du noch von deiner Beschreibung, soll ein Wasserfall kommen. Ist das Rinnsal, ist das sauberes Wasser, klares Wasser? Oder ist es so brackig wie das andere? Ja, also nein, es ist schon Wasser, aber es fließt halt über den matschigen Dschungelboden. Also es ist nicht ein klarer Kiesbach. Okay. Waschen macht damit keinen Sinn. Schwierig. Okay. Aber solange wir noch im Lager sind und das Feuer noch ein bisschen an ist, koche ich ein bisschen was von dem Wasser ab und fülle meine Wasserflasche nochmal auf. Das tun wir ihm, denke ich, alle gleich. Ja, das ist kein Problem. Ihr marschiert an diesem Tag etwa bis zur Mittagszeit, als sich die Vegetation langsam lichtet und ihr den Berg hinaufkraxelt. Es ist hier immer noch stark überwuchert,
mit Pflanzen, aber die Sonne scheint öfter mal durch und die Schwüle des Dschungels macht jetzt einfach einer erbarmungslosen Hitze Platz. Wenig später könnt ihr mal alle einen Wurf auf Wachsamkeit machen. Canyon, du gehst voraus, du bekommst nur einen Achter, weil du bist damit beschäftigt, den Weg zu finden. Mhm. Die anderen bekommen einen Zwölfer von mir. Ich bin auch nicht sehr wachsam. Wachsamkeit findet ihr bei Intuition? 19. Sehr gut, Raymond. Jetzt wird er, am Anfang stolpert er noch durch den Dschungel, jetzt wird er zum Pfadfinder. Bei mir ist es andersrum. Kaum verlassen wir den Dschungel und es wird bergiger, hört es bei mir auf. 18. Hab ja auch Waldschweigen. 19, okay, also jetzt ist es Canyon, der Einäugige, der die Blinden führt. Nee, der Blinde, der die Profis führt. Ihr alle bemerkt Folgendes. Etwas zu eurer Seite seht ihr ein weiteres Bächlein. Diesmal auch wirklich ein Bachlauf, der um einen Felsen herum führt und ihr könntet euch vorstellen, so anhand der Größe, dass vielleicht dort etwas mehr Wasser zu finden sein könnte. Also hier am Rande des Berges oder mittlerweile halb den Berg hoch, seht ihr weit und breit keinen Wasserfall. Die einzige Gegend, die sich eurem Blick entzieht, ist rechts eben dieser Felsvorsprung und wo es herumführt. Canyon ist drauf und dran, einfach links weiter stur den Berg hinauf zu kraxeln. Canyon! Was denn? Wir sollten mal hier rüber gucken, da ist etwas, was wirklich ein Bach sein könnte und da wahrscheinlich auch viel mehr die Wahrscheinlichkeit für einen Wasserfall sein könnte. Ich gehe mal vorsichtig in die Richtung und schaue mir das genauer an. Ich würde ihn begleiten. Jetzt zaubern ist. Mhm. Wasserfall müsste man doch hören. Die sind doch laut. Ihr geht voran. Messer natürlich gezückt. Um den Felsvorsprung herum, das leise Plätschern des Baches vor euch, kein Rauschen des Wasserfalls zu hören, geht um die Ecke und seht tatsächlich etwas, was etwas lauter plätschert als ein Bächlein, aber nicht so laut wie ein Wasserfall. Ihr seht eine Quelle, das jetzt als Wasserfall zu bezeichnen, wäre wahrscheinlich gewagt. Aber es rieselt quasi den Hang hinab, wo auch immer das Wasser ist. Wie weit von der Regenzeit sind wir eigentlich weg? Ich würde sagen, hier ist immer zu einem gewissen Grad Regenzeit, aber aktuell zumindest keine Sorge, dass jetzt Überschwemmungen euch erwischen. Aber wenn es richtig regnet, dann könnte das dann ein Wasserfall sein und das hier ein richtiger Bach. Oder sie haben einfach übertrieben, wie das so oft in Geschichten ist. Ich hoffe, sie haben beim Schatz nicht übertrieben. Das hoffe ich auch. Canyon. Ich würde mal zu dem Wasser hingehen, gucken, ob das wirklich sauber ist und mal versuchen, ein bisschen was von dem Schmutz wieder abzuwaschen. Das ist tatsächlich sauberes Quellwasser. Gut, dann habe ich ja gute Chancen, wieder einigermaßen sauber zu werden. Das kriegst du ohne Probleme hin. Ihr könnt auch eure Getränke, Trinkflaschen auffüllen. Gar kein Problem. Also sind wir uns sehr sicher? Also ich habe ja keine Ahnung von sowas. Jubi, Canyon, kann man das wirklich trinken? Oder ist das nur so besseres Putzwasser? Wenn das da wirklich eine frische Quelle ist, also so wie das hier aussieht, ja, dürfte das Beste sein, was du kriegen kannst. Ich denke auch. Was Besseres als das findest du nicht. Ja. Ihr legt eine Rast ein und füllt eure Vorräte auf. Und überlegt, wie es weitergeht. Ich wasche mir auf jeden Fall auch das Gesicht, um es abzukühlen.
Ich weiß, ich habe die Karte nicht bekommen. Mhm. Aber ich habe auch nie gesagt, dass ich ihm das Fernrohr wiedergegeben habe. Das ist korrekt, das hast du noch. Yes. Dann gucke ich, dass ich ein bisschen auf diese Feldformation hochkomme. Oh ja, dann würfel doch mal auf Akrobatik. Ja, würfel mal auf Kraft, um dich da hoch zu kraxeln. Mhm. Kann ich, wenn ich das, also Harrison. Was denn? Soll ich dir Räuberleiter geben? Ja. Damit du dich nicht so verausgaben musst. Dann gib dir doch mal einen 12er als Hilfswürfel, wenn du so eine 12er. Unterstützung bekommst. Ich hätte gerne eine 13 oder mehr, dass du dir einen guten Vorsprung suchen kannst. Und 19. Zwei Sieben in eine 5. Aber mit, vor allen Dingen mit Hilfe von Filous Räuberleiter schaffst du es dann, diese Felsen an der Quelle hochzukraxeln und blickst dich um. Wonach möchtest du schauen? Nach der Schlange. Du schaust dich um und du darfst mal einen Wurf machen auf Suchen und Finden. Auch dafür kriegst du wieder einen 12er, weil du ja das Fernrohr hast. Ja. Immer diese Power Gamer. Ich finde, das ist fairer hier, dafür, dass wir die Karte nicht mehr haben. Absolut. 8 plus 5 sind 13, plus 3 sind 16. Sehr gut. Und du schaust dich um und du siehst tatsächlich von dieser Perspektive aus Richtung Berg kannst du einen kleinen Vorsprung erkennen, den du vorhin, als wir von der anderen Seite auf den Berg zugegangen sind, nicht in der Form wahrgenommen hast. Aber von hier, von diesem Winkel, genau von diesem Winkel, mit viel Fantasie gegen die Sonne, würdest du sagen, ja, vielleicht ein Schlangenkopf? Ja, aber wirklich nur mit ganz viel Fantasie. Aber das wäre jetzt das Einzige, was dir soweit auffällt. Du kannst es nur nicht ganz erkennen, weil du halt ein bisschen gegen die Sonne bergauf gen Himmel gucken musst. Mit ganz viel Fantasie sehe ich da vorne sowas, was so eine Felsformation sein könnte, die wie ein Schlangenkopf aussieht. Seit wann hast du denn Fantasie, Canyon? Du hast deine Geschichten schon gehört? Wieso? Die sind doch alle wirklich so, oder? Ja, sicher. Haben wir denn eine andere Wahl, wenn er nichts anderes sieht? Yumi würde mal mit hochklettern. Ich wollte gerade sagen, Yumi, du kannst doch gerne hier hochkommen. Würfel mal auch Kraft. Also ich würde auch dir, Yumi, auch natürlich leihe ich dir auch meine Rolle. Ich halte dir auch die Hand entgegen. Dann kriegst du sogar einen richtig tollen 12er. Oh. Einen mit Sternchen. Genau. So, Kraft. Das sind 2 Achter. Ja, die Frau hat Muckis. Aber kann sein, oder mehr Kraft als ich. Das ist ja eine Extremforscherin. Das sind erstmal 11 und dann habe ich noch einen 12er. Nicht schlecht. Das nochmal 10 drauf, 21. Also Junge. Der Reinhold Messner Japans kraxelt ohne Probleme. Auch mit so viel Bart? Das weiß ich nicht, das muss Yumi sagen. Aber weißt du, die lange Zeit unter der Sonne im ewigen Eis und in verschiedenen Wüsten der Welt lässt halt die Haut ledrig aussehen und die Lippenhaare sprießen. Insofern. So, wenig später kraxelt auch Yumi nach oben und gesellt sich an deine Seite. Yumi, du darfst auch mal auf Suchen und Finden würfeln. Ich drück ihr das Fernglas in die Hand. Und zeig in die Richtung. Ein 12er. Na, wenn du ziemlich genau in die Richtung guckst. Ja, ich guck durch und das ist ein 8er und ein 4er. Und ein 12er als Hilfswürfel. Okay. 6 plus 4 sind 10 und der 12er.
4. 14. Okay. Ja, du siehst das Gleiche, was Canyon gesehen hat. Es wirkt schon sehr komisch. Also es ist definitiv das Einzige hier in der Nähe, was irgendwie aussieht wie so ein Schlangenkopf, aber irgendwie ist es sehr unförmig. Also man müsste es sich wahrscheinlich von Näherem ansehen. Es ist bestimmt noch eine gute Stunde Fußmarsch nach oben. Was Besseres gesehen? Na, was Besseres findest du so erstmal nicht. Das Einzige, was man noch überlegen könnte, ist einmal um den ganzen Berg rumlaufen. Da könnt ihr dann mal 3 Tage mit einplanen dann wahrscheinlich. Ich würde es vielleicht erstmal probieren. Ist vielleicht eine Stunde von hier. Mit Raymond 2, aber... Ich bin schon auf Berge hochgekraxelt, da gab's dich noch überhaupt nicht. Ich weiß, dass du alt bist. Du musst das nicht immer so betonen. Und die Berge sind dreckig, Raymond. Das macht's nicht besser. Die Berge sind jedenfalls sauberer wie der Dschungel da unten. Raymond ist schon geklettert, als die Berge noch jung waren. Was nicht heißen muss, dass er das gut macht, aber... Aber oft. Ja. Kindchen. Ich kenne mich mit Sachschulden aus. Das hat doch die Sängerin in diesem Club immer gesagt. Such dir einen, der jung ist. Er weiß nicht, was er macht, aber er macht's oft. Nun, werte Herrschaften und werte Dame, wir möchten doch nicht unseren alles geliebten Privatier und Freund Sir Raymond verärgern. Na, im Himmels Willen. Wieso verärgern? Wir sagen doch nur die Wahrheit. Das ist jetzt doch nichts zum Verärgern. Wollen wir weiter? Wir jetzt müssen. Auf. Auch da hoch? Oder geht's an dem vorbei? Nee, hier dran vorbei. Die Richtung. Ihr kraxelt wohin? Richtung Vorsprung. Richtung Schlange-Dings. Ja. Würfelt mal alle auf Kondition. Die erfahrenen und? Bergsteiger, also ich würde sagen, Yumi und Raymond dürfen sich einen 12er geben. Mhm. Die anderen beiden, also ich glaube, ob ihr irgendeinen Wissensbereich in der Hinsicht habt. Es ist kein Dschungel mehr hier, ne? So halb, nicht mehr so ganz. Ich würde dir mal einen 6er geben. Also worum geht's denn jetzt gerade? Einfach um das Klettern und Kraxeln? Um das Kraxeln, genau. Einfach. Naja, ich bin aus dem Zirkus und bin sehr akrobatisch. Also. Ja, dann gebe ich dir mal einen 8er, würde ich sagen. Okay, also jetzt nur auf diesen einen Wurf oder also nur diesen einen Wert? Genau, also Kondition, Athletik und ein 8er als Hilfswürfel. Ah, okay. Beziehungsweise ein 6er für Canyon und ein 12er für Rain. 16. Ich habe tatsächlich auch den beiden W8er eine 7 und eine 6. Sehr gut. Auf dem W6 eine 3. Ich bin bei 17. Mhm. 14. Ja, ich habe eine 11. 11. Also tatsächlich ist Raymond der, der... Wir helfen dem alten Mann, das ist in Ordnung. Am letzten noch, leider. Also ich habe noch ein Seil mit Raymond, wir können dich anbinden und hochziehen. Bei den vielen Bergen, die du gestiegen hast. Waren noch sicher viele Sherpas dabei, oder? Haben die nur dein Gepäck getragen oder auch dich? Es ist die Narbe, es ist das Bein. Die alte Kriegsverletzung. Zieht das so ein bisschen hinterher. Ich helfe tatsächlich Raymond. Gemeinsam kommt ihr auf jeden Fall in einem wirklich... Also guten Tempo den Berg hoch. Also auch eine 11 ist kein schlechter Wurf. Keiner von euch leidet extrem unter dem Bergsteigen, auch wenn es in der Hitze der frühen Nachmittagssonne durchaus anstrengender ist als beispielsweise auf den Highlands des Commonwealth. Und ihr erreicht nach einer Weile diesen Vorsprung. Und die Sonne habt ihr relativ lange noch im Blick, also sie versperrt euch nach wie vor die Sicht auf diesen Vorsprung, bis ihr dann relativ nah davor steht und die Sonne hinter dem Bergwipfel verschwindet. Und jetzt schaut ihr nach oben auf den Schlangenkopf und seht zu eurer Überraschung
die Überreste eines Passagierflugzeugs, in den Berg gestürzte, halb auseinandergebrochene Passagiermaschine mit etwa Platz für 20, 30 Leute, die wie eine krumme Nase oder auch eben mit Fantasie ein Schlangenkopf aus dem Berg herausragt. Jedoch etwas überraschend. Und damit habe ich nicht gerechnet. Etwa so 15 Meter unter diesem Flugzeug. Hier tatsächlich zum ersten Mal auch wirklich ohne Vegetation. Also der Boden ist relativ steinig jetzt schon. Ihr seid schon recht weit oben auf dem Berg. Habt jetzt noch keine wirkliche Aussicht. Also links und rechts finden sich auch weiterhin Hügel. Aber eben vor euch dann dieses Flugzeug. Aber hier hört die Beschreibung auf, ne? Das ist korrekt. Irgendwie eine Chance, dass ich wissen könnte, was das für ein Flugzeug ist. Ich habe zum einen Geschichte des Commonwealths. Und das könnte ja von den Kolonien irgendwo was sein. Und ich habe berühmte Entdecker. Vielleicht ist hier schon mal vorher irgendein Entdecker gewesen. Also ich kann dir auch sagen, selbst wenn du meisterlich würfeln würdest, es fliegen so viele Flugzeuge über Yakusko, dass das jetzt so aus der Entfernung erstmal nicht zu sagen wäre. Du kennst den Flugzeugtyp. Das Flugzeug ist keine 20 Jahre alt. Das kann hier noch nicht so lange sein. Die Karte, die ihr gefunden habt, ist etwa 200, 300 Jahre alt. Du müsstest das Flugzeug näher betrachten, um genaueres festzustellen. Dann sollten wir mal gucken, ob wir da hochkommen. Dazu müssen wir ja offensichtlich klettern. Aber im Ernst, wenn das Flugzeug 20 Jahre alt ist und die Karte 200 Jahre alt, Spoiler, das Flugzeug war noch nicht hier, als die Karte gezeichnet wurde. Aber auf der Karte war auch nichts von einem Schlangenkopf zu sehen. Das hat nur Salvatore gesagt, oder? Doch, der Schlangenkopf war auch tatsächlich auf der Karte verzeichnet. Wir können ja trotzdem mal gucken, was es da so gibt, wenn wir schon mal hier sind. Wie weit ist denn der Berggipfel noch weg? Oh, der Berggipfel ist noch eine ganze Weile. Ist bestimmt noch 5 Stunden klettern. Soll ich mir was sagen? Er hat uns am scheiß falschen Ort abgesetzt, um selber nach dem Schatz zu suchen. Gut möglich, aber wenn das so ein kleines Flugzeug ist, da saßen bestimmt nur wichtige Leute drin. Was hat er denn jetzt ansonsten für eine Chance? Ich meine, ich gucke mal in Richtung Sonne. Die ist nicht mehr zu sehen. Ja, hinterm Berg, aber dauert nicht mehr lang, dann kommt sie bestimmt auch wieder rum. Haben wir hier eine Chance, irgendwo zu lagern? Ja, also du kannst mal einen Wurf machen auf Suchen und Finden mit einem Achter. Bist jetzt nicht der Experte, aber... Oder, warte mal, was hast du? Hast du Wissensbereiche? Jagd, Bergsteigen. Ach so, Bergsteigen, ja, dann kriegst du einen Zwölfer dazu. Okay. Und dann kannst du ja mal schauen, ob es hier einen guten Lagerplatz gibt. 23? Okay. Du schaust dich um und dir fallen zwei Sachen auf. Das erste ist, dass der Teil hier sehr eben wirkt. Also hier wächst nichts. Hier sind aber auch keine richtigen Felsen, sondern diese Fläche, auf der ihr gerade steht, sieht irgendwie ja fast schon plan aus. Das kommt dir sehr merkwürdig vor. Du überlegst noch, ob es durch Erosion irgendwie sowas passieren kann, aber macht eigentlich auch keinen Sinn. Das macht dich schon mal stutzig. Du schaust dich ein bisschen um und du meinst dann,
hinter dem Flugzeug noch sowas wie ja, einen zweiten Felsen zu erkennen, der aber von dem Flugzeug verdeckt wird. Also direkt dahinter quasi. Ich winke zur Canyon und lass mir mal das Fernrohr geben. Ja. Gib mir dort her. Ja, reicht dir das Fernglas? Zum einen erstmal mit dem Fernglas versuchen, zu den zweiten Felsen genauer zu betrachten. Mhm. Wird halt zu 90% verdeckt von dem Flugzeug. Du erkennst jetzt deutlich, das ist ein gräulicher Felsen, relativ glatt behauen, fast wie bearbeitet. Du siehst allerdings nur so die Kuppe. Gut, von hier aus kann ich offensichtlich nicht mehr erkennen. Ich gebe Canyon das Fernglas zurück. Mhm. Und sag mal, Yumi, kennst du dich mit sowas aus? Das sieht hier doch nicht normal aus. Das ist nicht von Erosion. Ist das irgendwie bearbeitet, wo wir hier stehen? Also jetzt, wo es dir zeigt, siehst du es auch. Ja. Das ist merkwürdig. Ich würde mir das genauer anschauen, vielleicht mal ein bisschen Staub noch zur Seite wischen, Dreck zur Seite wischen, gucken, ob man tatsächlich irgendwas bearbeitet sehen kann oder vielleicht sogar irgendwelche Markierungen. Ja, kannst du machen, dauert ein bisschen. Ich kletter mal zu dem Flugzeug hoch. Ja, ich begleite ihn. Doch gerade fragen, also wie weit ist das nochmal weg? Ist das direkt jetzt über uns mehr oder weniger? Ja, so 10, 15 Meter, also nicht, gar nicht so weit. Naja. Vielleicht finden wir ja was Nützliches. Dann würfelt ihr beide nochmal auf Kraft. Habt ihr, ihr habt ja ein bisschen Ausrüstung dabei. Ich würde euch beiden mal einen Achter geben als Hilfswürfel. Seil und sowas habe ich dabei, ja. Ja, ich auch. Was kann ich da auf Akrobatik würfeln? Du kannst auch Akrobatik würfeln, wenn du möchtest, ja. Yay. Hey, was würfel ich denn hier heute? Das ist unfucking fassbar. Was, Raymond, was passiert, wenn ich 3 W8 habe und 3 8 würfel? Ist das irgendwie... Das Wichtigste ist eigentlich, dass du... Also wenn du wenn du das Doppelte vom Schwellenwert erreichst, da ist dann der kritische Bereich. Da kannst ich habe 24 gewürfelt. 24, Schwellenwert wäre 13, ja, blöd, nicht ganz. Ja. Ich habe 18. Okay, ihr beginnt euren Klettermarsch. Raymond, du bist gerade dabei, den Boden freizuwischen und du hast das Gefühl, da ist irgendwas und wischst und wischst und machst dir die Hände auch dreckig, was dir deine Neugier aber dich tatsächlich drüber hinweg trägt. Und in dem Moment siehst du dann auch sowas wie Rillen. Du glaubst, ist das Erosion? Sind das Markierungen? Was ist das? Da haben Harrison, Canyon Johnson und Philou bereits die ersten 2 Schritte nach oben getan und mit einmal hört ihr ein vor euch. Und ihr werdet alle in dem, was ihr tut, unterbrochen und schaut in Richtung des Geräusches und seht, wie sich der Felsen, dieser glatt behauene Felsen, den du durch das Fernglas gesehen hast, Raymond, langsam erhebt und das Flugzeug leicht nach vorne neigt und ihr seht hinter dem Flugzeug aufsteigen den Kopf eines riesenhaften, gräulichen Varans, der etwa die Größe eines Kleinbusses hat. Wow. Aus Stein oder ein echter Varan? Ein echter Varan, der gräuliche Farbe hat und mit seiner Zunge irgendwie sich umschaut und dann nach unten blickt und ihr beide, die jetzt schon die ersten 2 Meter den Berg hochgekrackt sind, schaut, wie mit einem Mal der Varan sich nach vorne beugt und unter der Last das Flugzeug
langsam nach vorne lenkt und es fangen an, Kiesel und Stein nach unten zu rieseln. Zur Seite und wegspringen. Nicht lange. Es wird nicht mehr lange dauern, bis das Flugzeug hinabstürzt. Ja, ich tue es ihm gleich auf die andere Seite. Okay, ihr springt in die einzige Richtung. Ist das Lianenartiges, wo man ranspringen kann? Nee, es ist hier alles glatt und nach links und rechts ist leider nicht viel Ausweichmöglichkeit. Das heißt, das Einzige, was euch bleibt, ist, die 2 Meter wieder zurückzuspringen, die ihr gerade hochgekraxelt seid. In dem Moment, Raymond, wo die ersten Kiesel runter sausen, schaust du einmal auf den Boden und meinst jetzt wirklich sowas wie fast schon also Steinquader erspähen zu können. Da stößt der Varan einen markerschütternden Schrei aus. Und in dem Moment saust das Flugzeug oder das Wrack zu euch hernieder. Ich hätte gerne von euch allen einen Wurf auf Schnelligkeit mit eurer Agilität, um dem hinabstürzenden Flugzeug auszuweichen. Gegen? Was hast du? Gegen was müssen wir? Also ich habe eine 11. Also ich hätte gerne eine 13 oder mehr. Dann würde ich gerne einen Glückspunkt ausgeben. Kriegst du, kannst du machen. Dann darfst du entweder einen oder alle drei würfeln. Zwei nicht. Zwei nicht. Ach, fick die Hände. Dann alle. Also ja. Schnelligkeit und Agilität, ja? Genau, also Schnelligkeit, Athletik und dann Agilität als, also nicht Akrobatik, besser, sondern Agilität. Das ist das, was da rechts steht. 17. Sehr gut. Meine Schnelligkeit mit Akrobatik gut machen aufgrund meiner Zirkus-Vergangenheit. Du kannst gerne beiseite springen, statt wegzurennen, ja? Dann ja, weil ich bin das gewohnt, dass ich irgendwie blöde irgendwo runterspringen muss und dann. Ja, das kannst du tun. Raymond, was hattest du? Okay. Ah ja, alles klar. Was war der Wert, den ich erreichen muss? 13. Dann möchte ich auch einen Glückspunkt ausgeben. Ich kann sehen, was zu machen. Sehr schön. Ich glaube. Ich bin bei 18. Darf man dann nochmal einen Glückspunkt ausgeben? Ja, darf man. Oh nee, das ist doch wohl. Jetzt habe ich 11. Ich sag mal so, ich werde dich nicht gleich vom Flugzeug zermalmen lassen. Ist doch der Pechmagnet. Ja, eben. Dann vielleicht schon. 18. Ja. Ihr spurtet den Hang hinab und nehmt die Beine in die Hand und könnt den ersten Gesteinsbrocken ausweichen, die links und rechts neben euch anschlagen. Während ich versuche tatsächlich nicht runterzulaufen, sondern seitlich. Also ich mache nicht den Fehler wie in allen Filmen. Etwas kommt von oben runter und ich laufe in gerade Linie bergab. Ich laufe zur Seite weg, damit das an mir vorbeifallen kann. Das kannst du tun. Es ist allerdings gerade so, dass der halbe Hang, also oder ein Großteil des Hangs hinunterkommt. Also du gehst schon zur Seite, also das Flugzeug selber wird dich nicht treffen. Aber letztendlich lauft ihr alle davon. In dem Moment hört ihr nur mit einem Rauschen, wie das Flugzeug an euch vorbeirauscht und ihr springt allesamt beiseite, als mit einem großen Satz das Flugzeugwrack zu seinem letzten Flug antritt. Und sehr schön. Mitten zwischen euch, gerade so, dass ihr nicht getroffen werdet, aufschlägt und mit einmal verschwindet. In dem Moment spürt ihr, wie unter euch der Boden nachgibt und auch der Sprung zur Seite nicht mehr funktioniert, denn unter dir ist nicht länger der Berg, sondern ein Loch, das von diesem Flugzeugwrack geschaffen wurde. Und es dauert nur einen Bruchteil einer Sekunde, als ihr den Horizont vor euch verschwinden seht und hinabstürzt in die Finsternis.
ihr kommt alle unsanft unten auf. Geröll bröckelt um euch herum. Ihr stürzt in eine unbekannte Finsternis und es dauert einen Moment, bis der Staub sich lichtet und nur das Dämmerlicht euch zeigt, dass ihr nun gerade tief, tief gefallen seid. Etwa 20 Meter in die Tiefe über euch. Tatsächlich die Felsbrocken teilweise wieder eingestürzt, aber noch zu einem instabilen Dach. Und ihr könnt fast die Hand vor Augen nicht sehen. Der Staub macht euch husten und die Knochen tun euch weh. Zum Glück seid ihr alle so gut gewesen beim Wegspringen, dass ihr euch nichts gebrochen habt. Scheiße. Ihr dürft euch aber alle einen Erschöpfungspunkt geben. Hallo, geht's euch gut? Zink, ich mach's Feuerzeug an. Mein Sturmfeuerzeug. Aha, ja, irgendwie schon. Alle einigermaßen unverletzt. Moment. Alles gut, alles gut. Kann man ein bisschen mehr Licht hier machen? Wir können eine Fackel anmachen. Oder ja, machen wir. Warte, bevor wir Feuer anmachen, ein großes Ziel. Vielleicht ist ja Gas oder so. Krieg ich mal? Ein Gas. Ich hab eine Öllampe. Du riechst die Nervosität deiner Mitgefährten. Ja. Will ich die riechen? Ich wollte eigentlich nach anderen Sachen riechen. Ich hole eine Fackel auf jeden Fall raus und mach die irgendwie. Ja, geh dann zu. Canyon, kannst du die Fackel anmachen? Ja. Du zündest eine Fackel und Schrott. Tatsächlich seht ihr jetzt keinen halben Meter über euch mehrere große Felsen, die sich so verkeilt haben, dass sie euch um ein Haar nicht zerquetscht haben. Wir sollten hier drunter weg, und zwar zügig. Verstehe gar nicht, warum. Ich guck mich mal um. Ja, was ist das für eine Höhle? Also es sieht auf den ersten Blick aus wie eine natürliche Höhle. Allerdings kannst du auch den ein oder anderen Felsen erkennen, der wirklich auch eher aussieht wie ein Steinquader. Also vielleicht ist das auch so eine Mischung, dass hier mal jemand irgendwie was in eine natürliche Höhle gebaut hatte. Das würde auch mit dieser unnatürlichen Decke zusammenpassen, aber viel übrig ist nicht. Das Einzige, was du erkennen kannst, ist, dass die Höhle relativ groß ist und wenn ihr so unter den Trümmern herauskraxelt, führt sie auch weiter in den, also in Richtung Berg hinein. Ich kenne mich ja aus mit alten Tempeln. Ich habe ja Wissensgebiet, altes Tempel. Alte Tempel, altes, genau. Ich sollte was mit Sprache machen. Kann ich das zuordnen? Was ich hier sehe? Würfel mal auf Wissen und gib dir einen 12er. Mhm. Wissen. Ich hätte gerne eine 14 oder mehr, damit du was dir einen Reim draus machen kannst. Das sieht gut aus. Hab ich. Du glaubst, dass es alt ist. Also wahrscheinlich mehrere hundert Jahre alt, definitiv älter als die Karte. Vom Stil her etwas aus der Region. Also alles, was du zusammensetzt, würdest du sagen, du kannst dir jetzt gerade nicht sicher sein, aber interessanterweise könnte das relativ nah herankommen an die Kultur, die ihr sucht. Und? Findest du das? Das Flugzeug liegt auch noch bei uns irgendwo rum, oder? Ja, das Flugzeug hängt da so halb zwischen den Felsen, halb zermalmt. Das ein oder andere Teil, also könnt ihr noch sehen, so ein Reste von einem Sitz
oder auch noch die Spitze der Tragfläche, die unter den Felsen herausschaut. Du siehst auch, wie tatsächlich ein Großteil der Tragfläche euch tatsächlich das Leben gerettet hat, indem sie relativ viele von den kleinen Steinen abgefangen hat über euch. Ja. Irgendwie jetzt besser erkennen, was es für ein Flugzeug ist, Fluggesellschaft oder... Du glaubst, es könnte sogar ein Flugzeug aus dem Commonwealth sein, aber ein sehr kaputtes jetzt. Okay. Leute, ich würde sagen, 600-700 Jahre alt passt in die Kultur rein, die wir suchen. Na, ist doch schön, dass wir gefunden haben, was wir wollten. Siehst du denn schon irgendwelche Anzeichen auf Beute? Ich schnüffel tatsächlich. Dein goldener Riecher, ja, führt dich tatsächlich auch tiefer in den Berg hinein. Und Dalan, ihr kraxelt zwischen Steinen und Geröll. Und ich hätte gerne von euch allen einen Wurf auf Akrobatik. Akrobatik. In diesem Fall bekommt ihr alle von mir einen 12er, weil es nicht wirklich um Turnen oder Gymnastik geht, sondern eigentlich nur um sich durchzuwinden zwischen den engen Stellen, die es hier gibt. Reicht dir eine 12? Eine 12 würde mir reichen, ja. 15. Auch eine 10 würde mir reichen. 14. 19. Sehr gut. Ihr schiebt euch zwischen den Steinen entlang und verlasst nach einer Weile diese Höhle mit dem ganzen Geröll. Und jetzt ist es auch eindeutig im Fackelschein, erkennst du, Canyon, ja, das sind behauene und bearbeitete Wände, teilweise sogar mit Quadern gestützt. Und es wird mehr und mehr, wandelt es sich von einer Höhle, einer natürlichen Höhle, zu einem künstlich in den Berg gehauenen Gang. Na. Mein Riecher hat mich noch nie verlassen. Ah. Könnte ja doch noch erfolgreich werden. Ja, ich hoffe es doch, nachdem wir uns ja halb das Genick gebrochen haben. Ich weiß, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Klar sind wir ein bisschen staubig geworden. Aber da habe ich schon Schlimmeres erlebt. Canyon damals in dem Wurf auf... nein, kein Rettungswurf. Mach mal einen Wurf auf Wachsamkeit und gib dir einen 12er dazu. Wachsamkeit. Ich hätte gerne eine 13 oder mehr. Habe ich. Sehr gut. Im letzten Moment, als du gerade von deiner Geschichte erzählt hast, siehst du aus dem Augenwinkel den Abgrund, der sich vor dir auftut. Wow! Du bleibst stehen. Kieselsteine purzeln nach unten. Zieh ihn gleich zurück. Vor euch seht ihr eine Schlucht im Berg, die euch von der gegenüberliegenden Seite, die lediglich in 2 Meter Entfernung ist, trennt. Aber die Schlucht scheint erstmal so sichtbar keinen Boden zu haben. Wie sieht der Fels auf der anderen Seite aus? Du schaust dir den Fels auf der anderen Seite genauer an, hältst die Fackel auch ein bisschen höher. Du kannst es nicht ganz erkennen, würfel mal auf Suchen und Finden. Du hast die Fackel, deswegen gebe ich den 8er dazu. Bei einer, lass mich kurz nachschauen, bei einer, ich habe mir das so aufgeschrieben, bei einer 10 siehst du ein bisschen was, bei einer 16 ein bisschen mehr, bei einer 18 noch ein bisschen mehr. Ich stehe ja direkt hinter eben und ich sehe ja dann mehr oder weniger das Gleiche. Ich ja, du kannst einfach auch sagen, weil wir ja sicherlich beide eine Fackel in der Hand haben, ich werfe meine Fackel einfach rüber. Achso, ja, das kannst du auch machen. Ja. Dann würde ich sagen, kriegt ihr beide einen 12er als Hilfswürfel, weil der die gegenüberliegende Seite erleuchtet ist. Dann habe ich eine 12 plus 9, 21. Okay, sehr gut. Ich weiß nicht, da muss ich glaube ich nicht mehr würfeln, oder? Kannst du machen.
Hey, da müsste ich nochmal fragen, was die ersten Werte waren, weil ich nicht richtig zugehört habe beim Würfeln, weil ich dachte... Ja, suchen und finden wäre es. Oh, immerhin. Was ihr beide erkennt, ist, der Boden auf der anderen Seite ist uneben. Mhm. Und es sieht aus wie Geröll und Stein, überdeckt von Staub. Trinket auf Trinket? Denkt ihr. Canyon, du schaust es an und hast das Gefühl, nee, Steine sind es nicht. Was ist das? Weißt du nicht. Ha. Jumi! Aber es sieht auf jeden Fall stabil aus anhand der Fackel, die da... Ja! Ich habe mir gerade mal die Höhlenwände angeguckt, da wächst bestimmt irgendwas und das wollte ich mal gerne mitnehmen. Wir haben hier was ganz Interessantes gefunden. Ja, ja. Ich komme. Ich gehe mal schnell rüber mit zu den anderen. Ja, also ihr seid ja alle relativ nah beieinander. Der Weg führt jetzt auch nicht viel weiter. Es gibt nur diese Schlucht und auf der anderen Seite scheinen die Gänge noch ein bisschen weiter zu führen. Yumi, du schaust dich um und bist relativ sicher anhand deiner Erfahrung, dass das hier mal ein Gang war und aufgrund von Erdverschiebungen oder Tektonik oder dergleichen sich wahrscheinlich dieser Spalt, der auch nach oben weggeht, also diese Schlucht im Berg einfach gebildet hat und so euren Gang in zwei gerissen hat. Sind das Eier? Was? Eier? Könnte sein, sieht aber definitiv nicht, also es ist definitiv Staub überall. Also wenn, dann vielleicht kaputte? Da drüben, unter dem Staub, da sind so runde Dinger. Steine sind es nicht. Dafür sind die zu ebenmäßig. Wie groß sind die? Du nimmst an, so vielleicht so in der Richtung, so fußballmäßig. Könnte schon Drachenei groß sein. Macht mal platt. Also wenn, es auf jeden Fall von was Größerem. Ich nehme Anlauf. Sicher, dass du das schaffst? 2 Meter. Ja, also der Sprung ist schaffbar. Da reicht mir auch eine 11. Du darfst gerne auf Akrobatik würfeln und deine Agilität dazu nehmen. Mhm. Ich würde schon mal ein Seil auspacken, falls er stürzt, dass man es ihm irgendwie, sag ich mal, hinterherwerfen kann. Und ich würde es dann teilweise. Damit ich ein Seil auf den Kopf bekomme. Nein, ich halte es natürlich fest, aber ich würde es dann auch Yumi auf der einen Seite in die Hand drücken und ich würde das auch mithalten. Yumi hat ja sehr viel Kraft. Ja. Ich fände es schön, wenn jetzt einfach kurz vor Schluss Canyon Johnson einfach in den Abgrund stürzt und nie wieder gesehen wird. Ja, ich finde das gut, weil eigentlich wollte ich springen, aber er war schneller, deswegen. 14. 14, okay. Mit einem Anlauf springst du hinüber, landest und ich spürst, rolle mich ab. Elegant. Knochen unter dir und jetzt siehst du Knochen, sind Schädel, unter dir verdammt. Sind, also der Staub wirbelt auf, unter den knöchelhohen Steinen, die unter deinem Gewicht zusammenbrechen. Darunter ist der Boden fest, aber selbst dein zweiter Schritt und dein dritter Schritt zerbricht das, was am Boden liegt. Als der aufgewirbelte Staub sich legt, kannst du endlich erkennen, dass es sich, um was es sich handelt. Totenschädel, Dutzende, Knochen und Überreste. Alter. Und ich sag mal so, Weg führt die weiter letzten, ins Dunkle. Die letzten, die hier rüber sind, haben sie offensichtlich nicht so gut geschafft. Das sind alles Totenschädel. Es wird schnell klar von Menschen oder Orks oder Elfen oder dergleichen, also Humanoiden. Sehen die abgenagt aus? Ja, du kannst dir die Schädel anschauen. Ihr anderen könnt auch alle mal auf Akrobatik würfeln mit eurer Agilität. Kann ich mich hier irgendwo festhalten, sinnvoll? Ja, da gibt's Felsen, an denen du dich festhalten kannst. Dann kann ich da nämlich auch ein Seil dran festbinden. Mhm. Dann bin ich das Ende eines Seils fest, werfe das andere zu euch rüber, damit, wenn ihr den Sprung nicht schafft, ihr zumindest nicht in den Tod stürzt, sondern vom Seil gehalten werdet. 18. Das kannst du tun. 18, du springst rüber ohne Probleme.
Und 18 auch. Ui, Herr Raymond, ich bin überrascht. Ich auch. Und haben Juni? Wir noch einen Zusatzwürfel? Na, wir haben ja ein Seil, da kann ja nichts passieren. Agilität als Hilfswürfel. Ah, okay, das kann die Dinge nochmal ändern. Ja. Das heißt, ich bin da 7. Ja, 17. Sehr gut, ihr alle. Raymond, was war nochmal? 18. Ah ja, ihr alle schafft es ohne Probleme auf die andere Seite. Ich würde mir die Knochen auch mal genauer anschauen. Ich habe Völkerkunde, ob ich erkennen kann, was es genau für Knochen sind. Ja, würfel mal auf Wissen mit einem 10er. Canyon, du hast irgendwas mit Archäologie wahrscheinlich als Wissensbereich. Ich habe archäologische Mysterien, Götzen und Kulte. Ja, dann gib dir mal einen 8er dazu bei deinem Wissensbereich. Geschichte der Antike, alte Tempel habe ich. Ja, nee, einen 8er gebe ich dir dazu. 13. Okay. Wissen da. Was ihr beide seht, ist, dass einige stärker beschädigt sind als andere. Also mal abgesehen von denen, auf die du gerade draufgetreten bist. Raymond, was dir auffällt, ist, ein Skelett sitzt so ein bisschen abseits von allen anderen an der Wand. Die anderen liegen alle auf einem Haufen und dir fällt tatsächlich auch auf, weil du gerade nachgefragt hast, Canyon, ja, die sind abgenagt. Ist der Weg groß genug, dass unser Varan da durchpasst? Nein. Gott sei Dank. Der ist gerade groß genug für ein, zwei Menschen nebeneinander. Ach, ich habe eine Idee. Ja. Ich glaube, ich weiß, was das war. Was denn? Unsere Flugzeuginsassen. Ah. Die haben irgendwann Hunger gekriegt. Und der da drüben, der da noch sitzt, hat am längsten überlebt. Ja, aber okay, dann muss es irgendwo anders noch Eingang gegeben haben, wo sie reinkommen. Ist der da sitzt, alleine auch abgenagt? Oder eher so mumifiziert? Der ist, also es sind alles Skelette. Das heißt, die müssen auf jeden Fall schon Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte tot sein. Flugzeug 20 Jahre, passt das? Nee, definitiv nicht. Länger. Also deutlich länger. Okay. Weil du auch keine Überreste mehr von Kleidung mehr siehst. Okay, dann doch nicht. Ganz wenig nur. Und der ist nicht abgenagt, der ist auch, soweit es geht, sitzt er da einfach nur im Eck. Soweit du sagen kannst, ja. Okay, vielleicht nicht die Flugzeugleute, aber trotzdem sieht das so aus. Findet man da noch irgendwas, Canyon? Irgendwo zwischen den Knochen? Irgendwas aus Metall oder so? Was man... Wir Schlüssel, keine Ahnung, der Klassiker. Mit etwas Fantasie seht ihr sowas wie primitives Werkzeug dazwischen. Das Holz jedoch schon längst verrottet. Nur so eher so die Überbleibsel von Schippe und Spitzhacke. Oder was ist mal Urgeschichte, hilft mir das? Ja, also das, du würdest sagen, antikes Werkzeug. Antik? Geschichte des Altertums? Spitzhacke vor bestimmt 500 Jahren, 1000 Jahren. Eher so Richtung Eisenzeit. Was auch immer die hier gemacht haben, uns hilft es jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich nicht. Der Weg setzt sich von dieser Stelle weiter fort in den Berg. Mhm. Wir folgen dem Weg. Weiter. Ich kann andere Wahl, oder? Weiter. Aber warum haben die sich genau hier mitten auf dem Weg gesammelt? Warum nicht irgendwo in der Ecke? Das klingt ja irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen komisch, oder? Sieht ja schon aus wie sowas Höhliges, oder? Ja, also ja, es aber ist so mitten im Gang. Genau, also es ist an sich
eine kleine Öffnung in der Höhle, wo genug Platz ist für so viele Leute, aber jetzt auch nicht wirklich, ja, wirkt schon ein bisschen so, als wären die hier so mittendrin. Ja, lass uns doch den Weg weitergehen. Wir gehen einfach weiter, wir finden es jetzt eh nicht raus. Wagen können wir die nicht mehr. Nee. Nach etwa 20 Minuten, die ihr tiefer und tiefer in den Berg steigt, öffnet sich mit einmal der Gang zu einem kleinen Raum und vor euch ist eine Mauer, eine wirklich aus Steinen gefertigte Mauer. Darauf zu sehen, ein großes, ja, eine Wandmalerei. Direkt daneben in der Mauer, seitlich eine, ja, ein Torbogen und sogar eine Art, ja, schwere steinerne Tür, so wie es aussieht. Vielleicht auch aus einem primitiven Metall, ist jetzt so nicht eindeutig erkennbar. Und der Weg endet hier ansonsten. Also ihr seht eine Tür und eine Wandmalerei. Was zeigt denn die Wandmalerei? Ja. Ihr seht Malereien von Schlangen. Fuck. Viele, viele Schlangen. In verschiedensten Formen. Sei es geflügelte Schlangen oder Schlangen im Wasser. Und in der Mitte dieses Meeres an Schlangen seht ihr eine, ja, altertümliche Zeichnung eines Tempels. Eines Tempels mit einem Schlangenkopf an der Spitze. Ich hasse ein weiteres Schlangen. Bild daneben zeigt eine Szene von, ja, so wie es aussieht, Priestern, die in einem Raum stehen, voller Schätze. So wie es aussieht, ganze Berge voller Gold und Edelsteinen. Und ein weiteres Bild zeigt Totenschädel. Viele hunderte Totenschädel und allesamt haben eines gemeinsam, sie haben Edelsteine dort, wo die Augen eigentlich zu sehen, also die Augenhöhlen wären. Das gleiche Bild, das vorher die Priester in diesen Reichtümern zeigt, zeigt nun den Raum mit Leichen, mit denselben Priestern, die tot daneben liegen und in der Mitte immer dieser Totenschädel mit Edelsteinen und hier noch ein Totenschädel mit Edelsteinen. Und das letzte Bild zeigt einen Mann mit Schlangenkopf, der seine beiden Hände in die Höhe hält, voll mit Gold in den Händen und aus dessen Schlangenmund Wasser kommt. Und er scheint der Einzige zu sein, der nicht zu Tode gekommen ist. Also nochmal. Das erste Bild zeigt den Tempel von außen einfach nur im Dschungel umgeben von Schlangen. Fliegenden das Schlangen. Das zweite Bild war der Schatz. Zweite Bild ein Schatz. Dritte das Bild Priester inmitten von Reichtümern. Dann Tote umgeben von Totenschädeln mit Edelsteinaugen. Und das letzte dann der Mann mit Schlangenkopf in Reichtum, aus dessen Mund Wasser fällt. Weiß ich irgendwas über einen Schlangenkult? Es gibt, das wisst ihr alle, viele verschiedene Kulte, auch Schlangenkulte. Von diesem speziellen habt ihr jetzt noch nicht gehört, würde euch jetzt aber auch nicht wundern, weil wenn ihr davon gehört hättet, dann gäbe es auch keinen Schatz mehr. Religionen indigener Völker habe ich tatsächlich. Aber das seht ihr mir auch nicht, ne? Doch, du weißt, dass es früher ganz üblich war, dass eben auch dass auch Schlangen
oder auch Drachen, was diese geflügelten Schlangen sein können, durchaus verehrt wurden vielleicht. Und sich darum vielleicht auch einen Kult gebildet haben könnte. Sind das Opfer? Sieht das auch, kann das ein Opferritual sein oder was sie da machen? Könnte man denken. Du schaust es dir dahingehend noch mal genauer an. Du bist dir aber ziemlich sicher, dass es wohl irgendwie also es sind tatsächlich dieselben, die um diesen Reichtum herumstanden. Die hat es dann wohl irgendwie erwischt und dann sind eben diese Totenschädel mit diesen Edelsteinaugen dazugekommen. Gibt es in dieser Welt irgendwie sowas wie ein Leben nach dem Tod, wo man irgendwie hin will oder so, rein religiös? Gibt es schon, ja. Siehst du jetzt so keinen unmittelbaren keine unmittelbare Symbolik, die dich daran erinnert? Oder an eine dir bekannte Religion erinnert? Komm, Yumi, lass uns mal die Tür anschauen. Ja. Ich schau mal, ob ich da irgendwas helfen kann oder irgendwas möchtest erkenne. Möchtest du die Tür öffnen? Also ich schon. Ja, aber was ist, wenn die da reingegangen sind? Da sind die ja gestorben auf den Bildern. Was ist denn, wenn da Haufen Schlangen drin sind, die irgendwas bewachen und dann freut sich jemand, dass er neue Opfer Angst vor hat. Schlangen habe ich nur auf -1. Gier. Und habe ich auf -2 und Übermut auf -4. Ich mach die scheiß Tür auf. Ja, Übermut habe ich auch. Nein, ich versuche ihn aufzuhalten. Also wenn er da hingeht, ich fühle mich wieder Schulter zu ziehen und sagen. Canyon, lass erstmal nochmal alles absuchen. Ich würde nochmal nach einem geheimen Gang mit an der Wand klopfen oder so, bevor du die Tür ganz aufmachst. Vielleicht gibt es da irgendwelche Fallen oder ähnliches. Ja. Du warst doch schon genug in so ein Ding an. Du weißt doch, dass da überall Fallen sind. Ja, und die meisten funktionieren nach Jahrhunderten nicht mehr. Und selbst wenn da eine scheiß Schlangengrube drin ist, wer zur Hölle soll denn bitte die letzten paar hundert Jahre die Schlangen gefüttert haben? Ein sehr gutes Argument. Aber vielleicht stehen die Schlangen ja nur für ein Symbol. Guck dir das große Vieh oben an. Vielleicht haben sie irgendeine Möglichkeit, da drin zu leben oder so. Weißt du ja nicht. Guck dich von mir aus nochmal um. Ich mache jetzt die Tür auf. Kannst ja Abstand zur Tür halten. Das Ding ist auch, dass die ganzen Toten irgendwie gefühlt 100 Meter hinter uns liegen und nicht hier. Und Edelsteine hatten die auch nicht in den Augen. Das stimmt, das hätte ich gesehen. Ja gut, ich trete einen Schritt zurück und ziehe meinen Revolver. Ich mach die Tür auf. Zieh mir das Gewehr und halt die auch in Richtung Tür. Du öffnest die Tür und mit einem Quietschen geht das uralte Scharnier gibt nach und du öffnest die wirklich massive Tür und vor dir ein Gang und an dessen Ende siehst du Licht. Und du versuchst es deutlicher zu erkennen und dann hörst du mit einmal ein und schaust dich um. Hast die Augen auf, nach links, nach rechts, Falle, schaust nach unten, bist auf einen weiteren Knochen getreten. Sonst passiert nichts. Ha, mehr Knochen. Das ist jetzt aber nicht so gut, wenn hier noch mehr Tote liegen. Warum? Naja, das heißt ja, dass die Toten, dass die direkt hier gestorben sind und hier vielleicht ein Grund ist zu sterben. Ja, aber das sagt doch weißt das Bild draußen auch aus. Weißt du, wer dir nichts tut? Der Tote, aber es gibt ja und irgendeinen Grund, warum fallen, die tot sind. Ja, möglicherweise fallen. Und wer hat sie dann ausgelöst? Ja, was siehst du denn da drin, Kenya? Du hast da hinten ist Licht. Licht? Licht. Licht ist nicht so gut. Irgendjemand macht das Licht an. Vielleicht gibt es ja einen Schacht oder so, der Licht von oben nach unten leitet. Ja, und vielleicht ist noch was anderes. Ich will jetzt deine nächste Batterie ist ausgegangen. Ich hab's gerade gesehen. Na los, Kenya, dann geh voraus. Na sicher gehe ich voraus. Führe uns mit deinem goldenen Riecher zum Schacht. Hilft ja nichts. Wenn wir hier stehen bleiben, finden wir auch nichts raus. Das stimmt, geh schon mal. Ja, ich gehe tatsächlich vor. Schlag. Ich warte mal kurz, was passiert.
Du gehst voraus und läufst einen schmalen Gang entlang. Ich achte darauf, ob ich auf irgendwelche Trittfallen treffe oder sonst was. Du gehst sehr vorsichtig und schaust auf den Boden und siehst auch ein paar Fliesen, die dir suspekt erscheinen, ein paar, die dir sicherer erscheinen, und versuchst nach bestem und Gewissen deine Schritte fortzusetzen. Was dich dabei immer irritiert, ist dieses leichte Leuchten von vorne, und es dauert gar nicht lange, vielleicht nur 20 Meter, da öffnet sich das Ganze zu einem großen Raum, und du hast den Raum noch nicht ganz erreicht, da hörst du schon eine Stimme. Eine Stimme, die aus einem sehr großen Raum kommt und dementsprechend halt. Siehst du, Ramon, ich habe es dir gesagt. Wir erreichen den Raum und den Satz haben wir für uns. Wusste ich's doch. Und du gehst die letzten Schritte und befindest dich in einem gigantischen Raum, in dem du tatsächlich das ein oder andere Hochhaus von Thronstadt unterbringen könntest. Du bist vielleicht 5 Meter über dem Boden, aber nach oben geht der Raum bestimmt an die 100 Meter hoch. Mhm. Und um den Raum außen windet sich die Skulptur einer gigantischen Schlange, deren großer Schlangenkopf von oben bedrohlich thront. Unter dir, inmitten des Raumes, und der Raum ist vielleicht, jetzt komme ich wieder mit meiner Größe schätzen, der Raum ist vielleicht so 200 Meter im Durchmesser. Mhm. Mächtig. Mächtig. Ist eine Halle. Ist eine Halle, genau, es ist eine Halle. In der Mitte des Raumes siehst du einen Altar, und an diesem Altar sind zahlreiche, also um diesen Altar herum zahlreiche Schätze. Und auf dem mittleren vor dem mittleren Altar stehen tatsächlich Salvador und Ramon und auch ein paar von der Crew. Nicht alle, scheint es. Teilweise auch ganz schön zugerichtet. Schauen sich gerade die Reichtümer an. Scheinen noch nicht lange da zu sein. Ich würde auf Ramon schießen. Ich versuche ihn zurückzuhalten. Ich drück das Gewehr mit meiner Hand runter. Also noch haben sie euch nicht bemerkt. Psst, hey, psst. Ich habe eine kurze Frage. Ich habe hier zwei Sprachen. Eine ist Alt-Sukabesch und eine ist Alt-Imperial. Ja. Passt irgendwas davon in diese Kultur hier? Nein, aber du hast auch noch keine Schriften gesehen. Also es ist wohl so eine alte Kultur, dass sie eigentlich eher so Bilder... Ist Alt-Sukabesch irgendwie bekannt? Ja, also Alt-Sukabesch kannst du dir so vorstellen wie ägyptische Hieroglyphen, und Alt-Imperial ist quasi Latein. Also ich kann die Sprache nicht sprechen, sondern nur lesen. Du kannst Latein auch sprechen. Und Ägyptisch? Nee, nur lesen. Dann kann ich faken. Wie viel Hall haben wir hier so? Bisschen was, schon. Okay. Also, wenn du Glück hast. Das Gewehr noch halten und sagen, Schweine haben uns reingelegt. Die mit Bösen. Ja. Aber im Ernst, das hätte ich auch gemacht. Man muss ja nicht direkt immer alle abknallen. Was machen wir jetzt, Boss? Was hast du denn vor, Ramon? Sie erschrecken. Pass auf, wenn Ramon. Piraten irgendwas sind, dann abergläubisch. Hol die Kisten und dann packen wir uns alles voll und... Bist du ein guter Schauspieler? Ich kann's versuchen. Zur Not? Wo sollen wir anfangen? So viele Kisten haben wir gar nicht. Was muss ich denn tun für Schauspielerei oder... Faken oder was weiß ich. Würfel mal auf Lügen und Schauspiel. Ach, da bin ich. Kann ich ihm, weil ich darin ja eigentlich mehr oder weniger ein Meister bin, noch so Mini-Instruktionen geben, wie er sich vielleicht besser anstellt mit Stimmgewalt ein wenig an gewissen Punkten stützen und ihm, ich sag mal, einen Zehner
als Hilfsgut verschaffen. Okay. Ich lege tatsächlich meine Hände so um den Mund, dass ich möglichst viel Echo erzeugen kann. Ja. Und spreche auf einer Sprache, die ich für, die man für so altägyptisch, also ich mache so Fake-Sprache, versuche tief und bedrohlich zu klingen. Mhm. Bum, 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 was hattest du gesagt? Lügen und Schande. Ach, das kann ich echt gar nicht. Egal. Du hast gesagt, das Talent brauchen wir hier nicht wirklich. Ja, ist halt. Nochmal. Ich versuch's. Was willst du von mir haben? Also, ich habe. Was möchtest du machen? Du möchtest tief und bedrohlich klingen und dann. Und ich möchte erstmal irgendwie. Also erstmal sollen die das, dadurch, dass ich das Echo nutze und irgendwie quasi gegen eine Wand spreche und nicht direkt nach ihnen, zu ihnen nach unten, versuche ich, dass sie nicht zuordnen können, wo die Stimme herkommt. Okay. Und dann will ich einfach in einer bedrohlich klingenden Stimme sprechen, um sie einfach einzuschüchtern, dass sie, um mit ihrem Aberglauben zu spielen. Dann brauche ich hoffe einfach, dass Piraten Aberglauben. 14 oder mehr. Ich habe es tatsächlich geschafft, eine 16 zu würfeln. Okay. Nein, eine 15. 15. 9 und 2 Dreien. Ja, sehr gut. Ja, du nimmst deine, schaust dich um, versuchst das beste Echo zu kreieren, dabei nicht in Sichtweite von Salvador und Ramon zu kommen und hebst deine Stimme an. Zu einem bedrohlichen, zu einer bedrohlichen Begrüßung. So ein bisschen sowas Gesangsartiges, wie auch immer irgendwas Gruseliges. Zwischendurch flüstere ich zu euch, geht mir Schädel holen. Was war das? Ramon! Und du siehst, wie die tatsächlich bei den ersten Geräuschen, die noch undeutlich sind und nicht richtig zuordnenbar, wie die ja, die, man kann sie ja Luftpiraten nennen, wie die anfangen, ihre Waffen zu zücken und sich umzuschauen. Scheiße, was war das? Schädel, hol verdammte Schädel. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, ihr holt Schädel. Wer ist da? Was ist das? Somnisombo. Wir müssen hier los und du siehst, wie Salvador sich umschaut und die ersten zwei, drei von den von seiner Mannschaft lassen tatsächlich die Waffen fallen und rennen schon weg. Anscheinend gibt es in der Ecke einen Gang, der aus dem sie gekommen sind und Salvador schaut sich um. Schnapp dir, was du tragen kannst, wenn da nichts wie raus hier. Und du siehst, ja. Wie der Salvador zum Altar greift und als ihr alle genauer hinschaut, seht ihr, dass auf dem Altar lauter goldene Totenschädel mit Rubinaugen aufgestellt sind. Und in dem Moment, wo Salvador nach einem dieser Schädel greift, spürst du plötzlich, wie deine Stimme das Beben untergeht in einem oh mein Gott. Wahrhaftigen Beben. Und mit einmal siehst du, wie die zwei, drei von der Mannschaft, die gerade durch die Tür rennen, zermalmt werden von einem Mechanismus, der sich schließt. Und auch ihr, die gerade mit Schädeln zurückkommt, seid gerade wieder zurück und hinter euch schließt sich eine Tür und mit einmal bebt es und bebt es. Was ist das? Was ist das? Scheiße, wir müssen hier raus, ruft dann Ramon. Und sie schnappen sich weitere Sachen und stopfen ihre Taschen voll. Und mit einmal seht ihr von oben aus dem Mund des Schlangenkopfes Wasser. Ein Wasserfall, der auf die Halle niedergeht. Und zwar solche Wassermassen, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Und ihr seht jetzt, dass sich der Raum anfängt mit Wasser zu füllen. Und zu eurer Rechten schwingt sich die
die Schlange nach oben bis zum Kopf und unten versuchen Salvador und Ramon und die Verbliebenen aus der Mannschaft die Taschen voll zu stopfen und gleichzeitig umzuschauen. Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Und auch wir rennen nach oben und lassen die ertrinken. Ja, was wollt ihr tun? Ja, nach oben rennen, oder? Mhm. Ja, das, was er sagt. Ich würde, kennt ihr ihn, falls sie uns irgendwie doch folgen oder wir sie, wir könnten ja den Draht mit den Schädeln ein wenig verbinden und wenn sie in die Richtung kommen, könnten wir ja Schädel schweben lassen, dass sie noch mehr Angst bekommen, dass sie den Weg nicht gehen, damit sie auch, ja, ernsthaft, wir haben jetzt noch Zeit für Deko? Alles klar. Ich glaub, die kommen hier nicht hoch. Die schaffen das nie. Wirklich, die schaffen das nie. Wer weiß. Und wenn, haben sie die Taschen voller Gold, rennen bergauf und dann können wir immer noch unsere Pistolen einsetzen. Genau. Gut, also ich renne jetzt nach oben. Du rennst. Du kletterst auf dem schmalen, aber durchaus begehbaren Körper der steinernden, in die Wand gehauenen Schlange, die sich einmal um den Saal wendet. Und ich meine, so ein 200-Meter-Saal einmal umrunden, dauert tatsächlich seine Zeit. Ihr sprintet los. Ihr dürft alle mal einen Wurf machen auf Schnelligkeit. Mit eurer Agilität. Ich hätte gerne eine 14 oder mehr. Das da. Und Agilität. Habe ich. 14, genau. Mit einem Glückspunkt kann ich einen Würfel neu würfeln, richtig? Ja. Einen oder drei. Ein. 8 plus 3 plus 4 schick. Gut, ein Glückspunkt ist weg. Ich nehme auch meinen letzten Glückspunkt. Wo so steht denn die Glückspunkte? Oh. Kann ich nur 2 einsetzen, wenn dieses Ding komplett voll ist, aber es gehen dann. Du müsstest 3 Glückspunkte haben am Anfang, glaube ich. Ja. Ich hatte wegen Glückspilz 4, ne? Ja. 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 Hier, weil ich hier nur 2 anklicken kann von denen. Ach so, nee. Die anderen kann man einfach nicht anklicken. Genau, das ist nur, weil die Geschwärzten sind quasi nicht verwendbar. Und also du kannst quasi nur ein Maximum von 4 Glückspunkten haben. Ein Glückspilz kann ein Maximum von 5 Glückspunkten haben. Ein Pechvogel kann ein Maximum von 3 Glückspunkten haben. Yay. Dann würde ich bei einem Wurf von 10 das auch mal machen. Und jetzt darf ich wie viel nachwürfeln? Alle oder einen? Drei. Alle oder? Alle, ja. Oder einen. So also ging es mir eben auch. Ich wollte 2 neu würfeln, aber das geht nicht. Ja, das war schon die Absicht. Machen sonst ja alle. Dann mache ich den einen nochmal. Immerhin um 2 Punkte besser geworden. Also aber es reicht nicht. 12. Ich weiß nicht, wie viel mussten wir schaffen? Okay. 14. Also Yumi fällt langsam zurück. Ihr anderen klettert weiter hoch. Tatsächlich ist es gar nicht das Problem, dass Yumi gar nicht schnell genug ist, aber das ein oder andere Mal in ihrer Eile schafft sie es dann trotzdem nicht ganz auf der Strecke zu bleiben und rutscht einmal mit dem Bein so ein bisschen ab und bröckelt herunter und ihr seht, wie die Kiesel nach unten fallen und tatsächlich auch Salvador und Ramon angefangen haben, jetzt auf bestimmte Teile, Elemente der Schlange zu kraxeln, aber natürlich viel, viel später, als eigentlich gedacht war. Und was ihr jetzt auch seht, ist, das Wasser füllt sich und irgendwo scheint es in diesem unteren Bereich wohl auch trotzdem einen Bereich zu geben, wo zumindest Teile vom Wasser wieder ablaufen, weil was ihr seht, ist, dass sich wirklich eine Strömung bildet und wie so ein Strudel in der Mitte. Mhm. Die Wassermassen nicht nur, also man kann sich nicht einfach nach oben treiben lassen,
sondern man muss wirklich aufpassen, dass man nicht im Wasser landet. Und die Ramon und Salvador kommen gerade noch auf den Schlangenkörper und rennen nach oben. Und die letzten beiden der gierigen Mannschaft sind leider zu lange unten. Und mit einem Schreien seht ihr sie, wie sie in diesem Strudel ertrinken. Aber in dem Moment, als Yumi abrutscht, schauen Salvador und Ramon nach oben und können tatsächlich euch erspähen. Verdammt! Was machen die hier? Wie haben die das geschafft? Schieß auf sie, Ramon! Schieß auf sie! Und Salvador rennt weiter nach oben und drückt Ramon seine Pistole in die Hand. Mach schon! Und lässt ihn dort stehen und Ramon schaut und schießt dann zwei, dreimal auf euch und die Schüsse gehen aber weit fehl auf die Entfernung. Aber verstärkt natürlich den Druck. Yumi, du bist jetzt tatsächlich so etwa ja, bestimmt so eine Viertelumdrehung von dieser Halle von deinen Kameraden entfernt und die anderen erreichen nach einer Weile fast den oberen Teil und immer mal wieder hallen die Schüsse. Kurz stehen bleiben und einmal nach unten schießen. Kannst du machen, auf Ramon oder auf Salvador? Auf Salvador, weil Ramon kann mit dem Revolver mit Sicherheit uns nicht treffen und Salvador kommt ja offensichtlich näher. Ja, spät, aber dann, nach und nach. Ja, dann würde ich auf ihn schießen. Das wäre weite Distanz. Ich weiß nicht, ob du dich auskennst beim... Also hast du ein Gewehr oder ein Revolver? Ein Gewehr. Dann gewürfelst du auf Gewehre und Geschütze mit Geschick. Ja. Und als Hilfswürfel nimmst du das, was bei Genauigkeit an rechter Stelle steht. Also das ist die Genauigkeit weit. Ja, das ist eine 8. Und du müsstest, um Salvador zu treffen, auf die Entfernung eine 14 würfeln oder mehr. 8 und das andere war, wo war es? Gewehre? Gewehre und Geschütze ist unter Geschick. Ja, ist ein 10. Fehlt nicht mehr viel. W10, nee, Moment, ein W10. Ich bin erst da noch. Und Geschick ist ein W8 nochmal. Also, zweimal W8, einmal W10. Nicht schlecht. Sieht gut aus. Oder mehr. 9 plus 6 sind 9. Plus 4 sind 13. Würde daneben gehen. Benutze ich noch einen Glückspunkt? Der Mann will es wissen. Ich habe meine 3 gewürfelt. 12. Ich habe noch einen Glückspunkt. Na komm. Und den W10 muss ich doch jetzt mal besser würfeln können. Nein, jetzt habe ich nur 1 gewürfelt. Oh, bitte. Wir sind am Ende. Ich habe noch einen Glückspunkt. Dann habe ich sie alle 4 verbraucht. Ja. 8. Jetzt habe ich getroffen. Sehr gut. du zielst und du siehst oder du spürst den Schweißtropfen deine Nase herunterlaufen und zitterst und du siehst das Wasser aus diesem Schlangenmund über euch, der ist es jetzt wirklich mit einem ohrenbetäubenden Lärm herunterprasselt und dir auch ab und zu mal ins Gesicht spritzt und du versuchst im Halbdunkeln diese Silhouette des recht schmächtigen Goblins auszumachen, die immer näher kommt, aber immer noch eine Ebene unter euch bestimmt ist und nur langsam aufholt. Und du siehst aber auch Yumi, die gar nicht mehr so viel Vorsprung hat zu Salvador, zumindest so, dass er irgendwann auch gefährlich werden könnte. Und du konzentrierst dich und zielst und in dem Moment halt ein Schuss durch die Halle der Schlange. Was machst du an Schaden auf weite Entfernung? 10. 10, okay, ja, das reicht. Diese 10 Schaden treffen Salvador in der Brust. Eigentlich ein Treffer, den er wegstecken könnte, wenn er nicht über und über mit Gold und Juwelen beladen wäre. Und der Schuss sorgt dafür, dass ihm Teile seiner Schätze entgleiten. Nein. Und er versucht danach zu greifen und verliert dadurch den Halt und wirft euch noch einen
finsteren Blick und einen markerschütternden Schrei hinterher, als er kopfüber seinen Schätzen hinterher die Halle hinabfällt und unter euch mit einem Platschen in diesem mittlerweile Mahlstrom landet, der unter euch sich bildet und deren Raum füllt sich schneller und schneller. Ich hätte gern von allen von euch nochmal einen Wurf auf Schnelligkeit. Mann. 9. Reicht eine 14? 14 reicht. Eine 10? Gerade so. Juni? Du bist stumm? Dein Mikrofon ist aus. Ja, 17. Also wir durften ja wieder mit Agilität, oder? Genau. Ja, ja. Dann ist es 17. Yumi holt auf. Jetzt ist es tatsächlich Filou, der ein bisschen an Strecke einbußt. Und wenn ich ihm begegne, also ich werde ihn ja da wahrscheinlich einholen, kann ich ihm dann so ein bisschen von hinten so unter die Arme greifen und ihn mit das kannst du machen. Jetzt nach oben wird die Schlange auch immer schmaler und ihr erreicht bald den Kopf. Und ihr seht auch, wie tatsächlich der Stein auch unter den Wassermassen schon Risse bekommt. So gewaltig ist die Kraft, die dahinter ist. Und ihr klettert weiter hoch und werdet schon nass von dem Wasser, was dort rausspritzt. Und sind wir heute im See? Ihr kommt nach oben und seid fast am Kopf der Schlange und fragt euch, weil da ist der letzte Akku raus. Was? Der war aber fast geladen eigentlich. Ja. Moment, das ist wahrscheinlich der kaputte, der letztes Mal schon Spirenzen gemacht hat. Moment. Die Stimme aus der Dunkelheit. Ja, es ist ja auch. Die Fackeln sind jetzt gelöscht auch schon vom. Ja. Ist aber gut zu wissen, weil der Akku, der hat nämlich das letzte Mal. Ich glaube, der ist nämlich gar nicht leer. So. Der hat nämlich das letzte Mal bei unserem Livestream auch einfach mal zwischendurch den Geist aufgegeben, obwohl er noch halb geladen war. Gut, jetzt, dann kann ich den markieren, dann muss ich da mal nochmal genauer hinschauen. Hilft nichts. Die Kamera ist belastet, was geht ab? Machen wir so weiter. Lang haben wir ja nicht mehr. Das wäre aber ungünstig. Wir steigern jetzt nur die Spannung, das ist bestimmt alles geplant. Ich glaube, meine Kamera ist überhitzt. Junge. Wenn man auch so heiß ist. Junge, was machst du da immer? Probier nochmal den anderen. Vor allem an der Stelle, ey, ja? Ja, ja. Das Rollenspiel war wesentlich zu hitzig. Ja, tatsächlich hier einen auf Jens. Spannendste Stelle und dann nochmal rauszögern. Ich will diesen Schatz haben, Mann. Probieren wir es damit. Andere Kamera. Nee, selbe Kamera. Ganz schnell machen. Ihr seht das Wasser in Massen heraussprudeln aus dem Schlangenmund und fragt euch, okay, wie sollen wir hier rauskommen? Es scheint keinen Ausweg zu geben und macht die letzten Meter und auch du, Filou, wirst noch auf den letzten Metern von Yumi nach oben getragen oder geschoben. Und als erstes erreicht tatsächlich Canyon den Schlangenmund und du siehst, dass unter den gewaltigen Wassermassen, die aus dem Schlangenmund kommen, von der Zunge, von der gespaltenen Schlangenzunge getragen, dass unter der Zunge es einen kleinen Schacht gibt, aus dem man tatsächlich weiter entlang kriechen kann. Ja, rein da. Und ihr beeilt euch und kriecht hinein und müsst euch durch die engste Öffnung quetschen, durch die wahrscheinlich nur Goblinge normalerweise passen sollten. Aber ihr schafft es aufgrund der Panik und aufgrund der Anstrengung nach und nach und hört hinter euch nur das Rauschen der Wassermassen, die immer lauter werden und auch das Bröckeln des Schlangenkopfes, der gewaltigen Macht nicht standhalten kann. Und es dauert nicht lange, da seht ihr eine Öffnung vor euch, ein Licht
Und dann hört ihr auch hinter euch schon das Rauschen von Wasser und werdet Filou, Yumi, Raymond und Canyon einer nach dem anderen von einem Wasserstrom erwischt und aus diesem Loch in die Freiheit herauskatapultiert. Und ihr fliegt im hohen Bogen durch die Luft und fliegt eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden. Das Licht blendet euch, die Hitze des Dschungels, die Sonne, und mit einmal landet ihr in einem See, den ihr nicht gesehen habt, weil er sich auf der anderen Seite des Berges befindet. Und taucht unter, relativ tief, müsst zwei, dreimal nach oben straucheln und mit letzter Luft kommt ihr dann noch nach oben, holt tief Luft, schaut nach oben und seht, wie über euch das, woraus ihr gerade rausgekommen seid, anscheinend auch so etwas wie ein kleiner Schlangenkopf im Berg war. Und daneben ein Wasserfall und könnt zum ersten Mal tief durchatmen und seht, wie der ganze Berg zittert. Ihr habt es aus der Todesfalle geschafft. War ohne Schätze. Das hier wäre der richtige Eingang. Ja, das hier war der Hinweis. Ihr seht am Ufer des Sees das Luftschiff, die Lokomotora, angelegt und unbewacht. Wie praktisch. Und ihr schwimmt langsam dort drauf zu. In dem Moment spürst du, Raymond, auf deinem Kopf einen Schlag. Oh nein. Und du drehst dich um. Ja. Und du siehst niemanden. Und dann spürst du einen zweiten Schlag und du siehst eine Goldmünze. Und du schaust nach oben und aus dem Maul der Schlange sprudeln tatsächlich jetzt die Schätze, die ihr unten noch gesehen habt, hinaus auf euch hinab. Es tut das ein oder andere Mal weh, wenn euch ein Juwel oder eine Goldmünze am Kopf erwischt. Das ist schöner Schmerz. Aber das ist nichts im Vergleich zu der Freude, die ihr empfindet. Manchmal muss man halt hart im Leben sein, um das Gute zu bekommen. Laut jubelnd und schreiend. Ja. Ich bade in der Mischung aus Wasser und Goldmünzen. Alles aufsammeln, was man aufsammeln kann. Das, was ihr aufsammeln könnt, reicht für nicht nur für eine luxuriöse Heimreise, sondern auch für zahlreiche neue Lederhüte, Extremforschungsreisen, Wandertouren, Single Malt Whisky und Anzüge oder Zirkusausrüstung. Sodass ihr zumindest für eine Weile erstmal in Saus und Braus leben könnt. Das ist mein Ding. Saus und Braus klingt super. Lieber Marc, vielen lieben Dank für dieses tolle Erlebnis. Es ist ein schnelles, actionlastiges, palpiges System, das mir wirklich Spaß gemacht hat heute. Freut mich. Mir auch. Ich bin ja eigentlich so der volle D&D-Typ. Also ich bin auch begeistert, wie viel Spaß das so macht, auch mal ohne zu kämpfen und einfach so eine Story zu erleben, mal so Spannungsproben einfach zu machen und mehr miteinander so zu interagieren. Super, ja. Sehr viel Spaß gemacht. Auch mir hat es Spaß gemacht. Danke dir. Ich kann mir vorstellen, die Welt ist einfach, dadurch, dass so viel gemischt wird, dass man wie jetzt hier mit Indiana Jones und ein paar anderen Elementen ist, einfach sehr, sehr witzig. Macht sehr viel Spaß. Und auch von den Regeln her sehr gut gemacht. Und bin gespannt, wenn es denn in der nächsten Version kommt. Hoffentlich ist es genauso. Oder zumindest genauso cool noch.
Mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht mit euch. Ihr seid sehr, sehr tolle Spieler und ich hatte nicht das Gefühl, dass ihr Dieseldrachen zum Teil zum ersten Mal oder sogar alle zum ersten Mal spielt. Ich weiß es gar nicht. Tatsächlich zum allerersten Mal, ja. Also ich fand, ihr habt das sehr gut gemacht, sehr schnell die Regeln verstanden und ganz tolle Ideen gehabt auch und ganz sehr, sehr, sehr schön die Charaktere verkörpert. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, für euch zu leiten. Ich habe extra die ganze Zeit auf so einem blöden Zahnstocher rumgekaut. Was machst du das? Hast du wahrscheinlich überhaupt nicht gesehen, aber es war wichtig fürs Feeling. Wenn du das sonst machen würdest, das war sehr authentisch. Ich würde es dir abnehmen, dass du das den ganzen Tag machst. Echt? Nee. Ja. War ja eigentlich nicht. Dann bedanke ich mich bei euch allen. Ich bedanke mich bei Steffz dafür, dass du so toll mitgespielt hast heute. Ich bedanke mich bei Chris vor dem Spielpädagogen. Geht mal hin auf seinen Instagram-Account. Guckt euch die, nein, hört euch die Rollenspiel-Hörspiele. Kann man Hörspiele eigentlich sagen, Steffz, oder? Ja, es sind Hörspiele. Es ist Hörspiele, genau das. Die Rollenspiel-Hörspiele von Steffz an. Ich überlegte gerade, ob Podcast oder Hörspiel der bessere Bericht war. Nein, hört euch die Hörspiele von Steffz an. Und schaut euch die Seite Nerdentum oder den Pathfinder-Fanblog an. Da findet ihr ganz, ganz viele tolle Sachen. Und ich würde jetzt auch was vom Sascha verlinken, denn ihr spielt regelmäßig Dieseldrachen auf eurem eigenen Kanal, richtig? Sascha vom Marc. Marc, nicht Sascha. Wieso Sascha? Marc. Macht nichts. Es ist schon spät. Es ist schon spät. Ja, ja, wir spielen Dieseldrachen auf Internet-TV. Ja. Also alle Links unter www. Ich schreibe es auch gerade mal. Ich meine, ihr könnt auch. Ich werde das alles, wenn es bei YouTube online geht, werde ich euer aller Links. Euer aller Links. Hier klicken ist super. Dann klicken wir da drauf. Ich weiß gar nicht, ob Links angezeigt werden. Nee, werden nicht angezeigt. Ich werde alle eure Seiten unter dem YouTube-Video verlinken. Was ich natürlich direkt, Starcotes, ich schubse das jetzt direkt. Und dann ist das in 3 Tagen von jetzt ab auf YouTube. Und ich werde auf jeden Fall Dieseldrachen wieder spielen. Das hat mir unglaublich Bock gemacht. Vor allem, du spielst jetzt eine Runde mit, wenn du kannst auch sofort Spiel leiten, so mit den Basisregeln. Das ist einfach mega easy, ne? Du brauchst da auch nicht viel. Ja, und es ist das Rollenspiel des Handwedelns, habe ich so das Gefühl. Ja, man muss als Spielleiter gerne auch mal improvisieren können oder auch mal wissen, was man macht. Also als Spielleiter sollte man zumindest 1-2 Mal schon was gemacht haben, aber gerade auch als Spieler ist es super easy zu verstehen und auch die Kampfregeln oder auch Verfolgungsjagdregeln oder auch Luftkampfregeln gibt es alles Varianten, basiert aber am Ende alles wieder auf diesen 3 Würfeln und dem Hilfswürfel. Also ihr werdet keine komplett neuen Regeln lernen müssen. Ihr wisst jetzt eigentlich schon alles, was ihr wissen müsst, um das ganze System perfekt zu spielen. Ja. Ist doch. Also für mich als Regelallergiker ist das ziemlich perfekt. Ja, für mich auch. Also ich finde das halt super. Also wenn du so Narrativist bist und gerne kreativ irgendwie dich einbringst, perfekte System. Vor allem mit diesen Hilfswürfeln, das ist halt sehr, sehr angenehm. Gut, dann bedanke ich mich bei euch vielen und ich bedanke mich bei euch, die ihr so geduldig die ganze Zeit zugeschaut habt und auch immer wieder kommentiert habt und hoffentlich viel Spaß hattet. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Und zwar am Montag gibt es einen neuen Klugscheißer-Stream mit mir und Karadein. Und wir reden über ägyptische Mythologie und wie man sie ins Rollenspiel einbinden kann. Darum geht es am Montag. Am Mittwoch haben wir ein Special. Bei uns auf dem Kanal gibt es ja eine Blood Bowl-Liga. Und der letzte Tag der aktuellen Spielzeit steht an. Und es gab einige Beschwerden, dass einige der Offiziellen der Liga bedroht worden sind. Mehrere Schiedsrichter sind verschwunden. Und deswegen wird es nächste Woche Mittwoch ein Fun-Let's Play geben. Also Warhammer eigentlich. Aber wir spielen das Blood Bowl Warhammer, wo es auch völlig okay ist, dass sich Elfen mit Nörgelanhängern unterhalten und so. Also wir spielen rund um die Skandale unserer Blood Bowl Liga ein Let's Play. Da freue ich mich sehr drauf. Es wird mega lustig. Nächste Woche Donnerstag ist das denn? Nee.
Ivy dran. Und verfolgt uns auf Discord und ich sag euch, was Ivy am Donnerstag nächste Woche macht. Und nächste Woche Freitag gibt es den dritten Teil unseres Donnerhaus-Let's Plays zu Freude schöner Götterfunken. Also, ihr seht, zwei Let's Plays nächste Woche, Klugscheißer-Streams, Sachen zum Figürchen bemalen. Es wird eine coole Woche bei Lurch und Lama. Euch allen, meinen Mitspielern, meinem Spielleiter, noch einen wunderschönen Abend und ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Euch da draußen auch. Und ich verabschiede euch wie immer mit dem guten alten irischen Reisesegen. Möge der Wind in eurem Rücken niemals euer eigener sein. Gehabt euch wohl, inshallah, macht's gut, habt eine gute Reise, seid lieb zueinander, spielt mehr Spiele, bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss! Tschüss! Ciao!